Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer sein Gebot hält, der bleibt in ihm. Und der in ihm, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an den Geist, den er uns gegeben hat. Amen. Das, meine Lieben, war 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 24. Wir müssen einander lieben. Auch unsere Feinde müssen wir lieben. Aber wir sollen das auch ansprechen, dass das nicht richtig ist. Wir sollen einander ermahnen. Wir sollen einander ermutigen und füreinander beten. Die Fürbitte. Meine Lieben, ich weiß, dass es hart ist in dieser Welt. In Deutschland wird es noch nicht ganz mitbekommen. Aber in anderen Ländern, meine Lieben, ja, meine Lieben, ich weiß, dass es hart ist in dieser Welt. In Deutschland wird es noch nicht ganz mitbekommen. Aber in anderen Ländern, meine Lieben, ja, haben Brüder und Schwestern Probleme zu leben. Es haben sogar Brüder und Schwestern berichtet, mit tränenden Augen, wie sie behandelt worden sind in diesen Ländern, wie zum Beispiel Iran. Da wurden sie nicht zweite, sondern Mensch dritter Klasse behandelt. Durfte nicht das studieren, was die anderen studieren. Durfte nicht so leben, wie er leben wollte, nach dem Herrn Jesus Christus. Und das ist schon sehr, sehr traurig, dass es sowas gibt. Aber wir ertragen es, weil wir wissen, der Herr Jesus ist mit uns. Einer sagt, du hast null Ahnung, ohne, alles klar. Meine Lieben, ich sag nur Open Doors und ich werde euch jetzt eine Liste zeigen. Ja, eine Liste. Und diese Liste repräsentiert in 2023, meine Lieben, und bald wird die erneuert, ja, wartet, ich muss die neu machen, die Liste, gebt mir eine Sekunde, dann zeige ich euch die Länder, die alle verfolgt werden. So, könnt ihr es erkennen? Ja, warte, dann ende ich das mal kurz. So. Jetzt, na, geht leider noch nicht. Wartet mal. Ich hole ein hoch und dann werdet ihr es erkennen. So. Seht ihr es, meine Lieben? Gottes. Das ist eine Weltrangliste, wo unsere Brüder und Schwestern verfolgt werden. Nordkorea auf die 1. Nein, Bruder, das ist gerade falsch. Berlin-Kreuzberg auf die 1. Warte, Gottes Segen. Warte kurz bitte. Warte. So, das, meine Lieben. Ja? Da seht ihr es, die 10 Länder, 9 davon sind nur islamische Länder. Muslimisch, 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 muslimisch. Hier haben wir wieder Islam, 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 Islam. Da seht ihr es. Und das ist eine Weltrangliste, wo unsere Brüder verfolgt werden, unterdrückt werden, nicht leben dürfen, wie sie leben dürfen und ihre Religion ausleben dürfen. Und das sind Fakten, die ich spreche und keine Lügen. Open Doors, das ist die Quelle. Und jeder, der mir nicht glaubt, kann nachschlagen. Und jeder, der es verleugnet, ist ein Heuchler. Er ist dann ein Heuchler. Und ich sag's euch, meine Lieben, ohne den Herrn Jesus geht ihr definitiv ins ewige Höllenfeuer. Ohne den Herrn Jesus werdet ihr solchen Hass besitzen. Aber mit dem Herrn Jesus, meine Lieben, dann werdet ihr auch in der Liebe wandeln, wie es geschrieben steht. Gottes Segen, Mr. T. Ah, frohes Neues zusammen und gepriesen sei unser Herr. Gottes Segen. Ja, erstmal danke, dass du auf meine Nachricht geantwortet hast, wenn du dich noch erinnerst. Ja, dank den Herrn, dank den Herrn. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und zwar heißt es auch, dass es nicht mal dieselbe Bedeutung hat, sondern was ganz anderes bedeutet. Also, das ja. Genau. Das ist sehr gut, immer recherchieren und so weiter. Hast du noch was auf den Herzen? Ja, ich hab's dir geschickt gehabt und Ami, aber Ami hat wahrscheinlich zu viel Posteingang. Na egal, ja. Ich wollte dich fragen, hast du auch eine WhatsApp-Gruppe? Ich hab keine, aber ich bin in einer. Mach doch eine auf, Mann, wir brauchen dich. Ich finde deine Art richtig Hammer, Alter. Und du bist einer der wenigen, der immer so ruhig predigt. Das mag ich extrem, sowas. Ich kann dich noch anschreiben, deswegen, aber ich hab keine persönliche Gruppe. Ja, wäre cool, wenn du machst.
Ich Brauchen schreibe dich wir. dann noch an. Liegt dir noch Darum, was auf den Herzen? ja, du musst die Liste aktualisieren. Auf die Nummer 1 kommt Berlin-Kreuzberg. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Schon ne? Wie unsere Brüder und kontrovers. Schwestern verfolgt werden, unterdrückt werden. Ja, gut, aber in Und da islamischen schweigen die Kreisen. Menschen. Da Die kommt so müssen ein das ja machen, mächtiger ne? Scheich Ibrahim, der dann behauptet, Christenverfolgung kenne ich nicht. Was Nur lebt die unsere hier überhaupt? muslimischen Brüder werden verfolgt. Der Wahnsinn, Typ ne? strahlt Hass pur aus, wirklich. Wenn der hier mit in der Mehrheit wäre, der wäre so radikal gegenüber den Andersgläubigen, glaub Ja. mir. Ganz gefährlicher Typ. Nein, Bruder, ich gehe gerade Gas hier mit meinem Hund. Alles Ich klar. verfolge noch dein Stream weiter, gell? Gottes Gottes Segen. Segen. Gottes Segen. Ciao. Danke dir. Er segne dich. So, ich muss kurz jemand hochholen, damit wieder das Bild hinter mir normal ist. Kleiner Augenblick, meine Lieben. So. Ja, meine Lieben, ihr seht es, ne, ganz klar. Weil Nigeria ist nicht nur eine dieser Länder. Das ist, ach ja, nebenbei gesagt, meine Lieben. Könnt ihr euch kurz schon, ja, danke. Gottes Segen. So, mein Lieben, Nigeria ist nicht, ist auch einer dieser Länder in dieser Weltrangliste. Da sind 50 Länder, genau, Open Doors. 50 Ländern, diktiert, ja, aufgeschrieben. Und da ist Nigeria auch dabei. Genauso wie Jemen. In Jemen war vor kurzem ein Bericht, wo drinne stand, eine Achtjährige verblutet in der Hochzeitsnacht mit einem 40-jährigen Mann. Ich gucke mir Jemen an. Das ist da, wo Saudi-Arabien ist. Ne? Das ist Saudi-Arabien. Und Jemen liegt genau darunter. Und was sehe ich? Islamisch. Was habe ich auch zu erwarten? Wenn eine Achtjährige heiraten darf mit einem 40-jährigen Mann. Woher wissen wir das? Dass es so erlaubt ist in Islam. Genau, in Sure 65, Vers 4, dass es alle muslimische Länder, auch alle muslimischen Menschen ausleben dürfen. Mohammed, der es ausgelebt hat, Sahih al-Bukhari 6130, da sehen wir es mit Sunan an-Nasai 3378, wo Mohammed Geschlechtsverkehr mit Aisha hatte, die 6 war und mit 9 die Geschlechtsverkehr vollzogen hat. Und Mohammed Mitte 50. Da seht ihr es, diese Sachen. Woher haben es diese Länder? Genau von Islam. Und das ist traurig. Wenn jeder Muslim, der nicht bereit ist, ein Kind zu heiraten, der hat was gegen den Islam. Er hat automatisch was gegen den Islam. Jeder Muslim, der bereit ist, ein Kind zu schützen vor einer Pädophilie, er hat was gegen den Islam. Obwohl er es nicht mal weiß, obwohl er selber ein Muslim ist, hat er was gegen den Islam. Weil die islamische Ideologie besagt, dass ihr es machen dürft. Nein, sogar sollt, weil Mohammed euer Vorbild ist und dieser Vorbild hat es vorgelebt und ihr sollt es genauso leben. Es ist sogar Sunna. Sunna, das zu tun, was Mohammed getan hat. Meine Lieben, fangt an jetzt nachzudenken. Wenn ihr so dagegen seid, gegen Kinderehe, gegen Mord, dann verlasst doch den Islam. Auf wen wartet ihr eigentlich? Ihr habt den Koran, die meisten, die ja reden, haben den Koran noch nicht mal gelesen. Die meisten haben noch nicht mal die Hadithe je angeschaut, wissen noch nicht mal, was Hadithe sind. Oder ein Tafsir. Und ich sag euch, meine Lieben, wenn ihr selber nachkontrolliert, Sure 65, Vers 4, und dann den Tafsir Ibn Kathir aufschlägt oder Ibn Abbas oder egal welchen Tafsir, kriegt ihr euer Schock des Lebens. Weil, wenn ein Muslim sich scheiden will, muss er 3 Monate warten und Sure 65, Vers 4 wird sogar gezeigt dass Kinder dabei sind. Mensch, also da sind Frauen beschrieben, die keine Monatsblutung haben. Ja, wer ist denn gemeint? Ü50 Frauen sind schon gemeint. Das ist als erstes genannt. Als zweites sind es Menschen, die noch nie eine Monatsblutung hatten. Und drittes Schwangere. Das heißt mit anderen Worten, Kinder. Wenn ihr mir nicht glaubt, aufschlagen, prüfen. Wenn ich ein Lügner bin, könnt ihr mich sofort bloßstellen. Wenn ich die Wahrheit ausspreche, und ihr nicht damit klarkommt, jetzt fangt an, dann die Bibel zu lesen. Und vergleicht mal, was sagt die Bibel dazu? Über Kinderehe, über Mord. Was sagt die Bibel, die Heilige Schrift? Was sagt der Jesus Christus? Ja, der Jesus sagt, lieb deine Feinde, lieb deinen Nächsten. In der ganzen Bibel hindurch lesen wir, dass wir also eine biologische und eine geistliche Reife benötigen, um eine Heirat zu vollziehen. Plus wiedergeboren zu sein. Und wer nicht von neuem geboren ist, wird auch das Reich Gottes nicht sehen. Deshalb sage ich euch, mein Lieben, werdet von neuem geboren.
Johannes 3, Vers 3, wer nicht von neuem geboren ist, der wird auch in ewigen Höllenfeuer gehen. Und das ist ja eine Warnung, die ich euch gebe, eine Erinnerung, die ich wieder euch gebe, weil ihr wisst nicht, wo ihr geht und woher hierher kommt. Denn ich sage euch hier und jetzt, Mohammed wusste es auch nicht, wohin er geht, woher er herkommt. Er weiß es nicht. Aber Jesus wusste es. Und wir wiedergeborenen Christen wissen es auch. Denn wir haben das Anrecht, Kinder Gottes genannt zu werden, weil wir von neuem geboren sind. Und der Herr ist unser Vater. Darf man Allah Vater nennen? Auf gar keinen Fall. Der will nicht meine Beziehung mit euch haben. Man, die Muslime sagen ja immer, Inshallah komme ich in Paradies. Inshallah komme ich in Jahenne. Immer Inshallah, so Gott will, hoffen wir, ja? Aber das ist ja eine Angst, die ihr ständig habt. Wartet, ich habe einen Anruf bekommen. Einer schreibt, Huso, der Herr segne dich und deine Familie, aber du hast ein Stumpfpaket verdient. So. Deswegen sage ich euch, denkt nach. Wollt ihr wirklich mit Angst, beständige Angst in diesem Leben gehen? In beständige Angst? Meine Lieben. Morgen könnt ihr nicht mehr aufwachen. Was dann? Eine einfache Frage. Morgen wacht ihr nicht mehr auf und ihr seid tot. Und dann steht der Jesus Christus vor euch. Was dann, wenn der Herr Jesus Christus vor euch steht? Was dann? Der dann sagen wird, warum hast du nicht gehört? Wo ich dich gerufen habe, warum hast du nicht angenommen? Was willst du denn sagen? Willst du denn sagen? Willst du denn sagen? Ja, ich hatte keinen Bock. Ich war zu faul. Ich wollte lieber Beleidigungen rausschmeißen. Mein Ego, mein Stolz war mir dahin, war mir im Wege. Das wollt ihr vor Gott sagen? Ihr hättet nicht mal den Mut, sowas vor Gott zu sagen. Nicht einmal den Mut. Aber was hättet ihr zu sagen? Ihr hättet lieber sagen, ihr würdet am liebsten sagen, wäre ich doch lieber ein Staubkorn gewesen. Oder meine Seele komplett vernichtet. Oder nie geboren. Ich sag's euch, meine Lieben, denkt doch nach. An die Christen, wir wissen, wo wir hingehen. Ins Paradies. Hier ist nur ein Diesseits. Da ist vergänglich. Wir können ruhig sterben, ist kein Problem. Denn es steht geschrieben, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Denn Sterben ist ein Gewinn. Sterben ist ein Gewinn. Und gerade der Märtyrertod ist der schönste Tod. Wir kommen ins Paradies, meine Lieben. Ohne Wenn, ohne Aber. Denn jemand hat bezahlt und das ist der Herr Jesus Christus. Am Golgatha. Am hohen Berg, Schädelstätte genannt. Deswegen Golgatha. Und er wurde gekreuzigt. Für uns. Wegen uns. Wie es geschrieben steht im Alten Testament, der Tanach der Juden, Jesaja 53. Er wird misshandelt um unsere Übertretung willen. Wird er misshandelt und geschlachtet. Und Jesaja ist vor Christus geschrieben. Also sehen wir eine Prophezeiung, die wahr geworden ist. Qumranhöhle, ein Stichpunkt, eine Quelle, die ich euch wiedergebe, wo 800 Schriftrollen gefunden worden sind und 700 vor Christus alt sind und eine davon Jesaja-Rolle mit der heutigen Bibel verglichen, nicht verfälscht. Das ist perfekt überliefert. Und die Prophezeiung genauso, die sich erfüllt hat. Und dann sehen wir ganz klar, meine Lieben, was eine Liebe Gott zu uns hat und wo wir es nicht verdient haben. Gnade heißt Vergebung, die du nicht verdient hast. Das heißt Gnade. Und das hat der Herr mit uns gewollt. Der wollte Gnade an uns erweisen, die Barmherzigkeit. Weil wir waren am alten Bund verbunden. Das ist das Alte Testament, der Tanach der Juden, ja? Und dieser alte Bund war mit der Beschneidung, damit du die Gesetze Gottes hast und dich dran halten sollst, bevor du verloren gehst. Und der Herr sieht, wir sind schwach. Und der Herr kam zu dieser Welt, denn wie werden wir von altem Bund befreit? Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Wie werden wir von altem Bund befreit? Indem jemand diesen alten Bund erfüllt und für sich und sich opfern lässt für uns Menschen. Wer hat das getan? Gott. Gott wurde Mensch, im Namen Jesus Christus, ging am Kreuz für uns. Hat extra die Epoche gewählt, weil er wusste, da wird er auch gekreuzigt und sterben.
hat alles erfüllt, wie es geschrieben steht, so sollte es sein, ein makelloses Opfer, wie es bei den Juden war, mit den Lamm, ja, mit den Lamm, der geopfert wird, einmal im Jahr, es gibt Brandopfer, Feueropfer, Speiseopfer und so weiter. Lesen wir nur die Tora, da steht es, 4. Mose. Und da erkennen wir, immer makellos sollte es sein, und wurde geopfert für die Sühnung der Menschen, also für die Sünden der Menschen, damit die wieder Gnade empfangen. Warum? Jemand muss für die Sünden bezahlen. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nennt sich das. Gott wurde Mensch, wurde das perfekte Opferlamm für uns, hat alles erfüllt und ging am Kreuz. Und deswegen sagte er, es ist vollbracht. Wie es in Lukas 22, Vers 20 steht, das ist mein Kelch. Das Blut, was ich vergießen werde für euch, damit ihr den neuen Bund bekommt. Und so sind wir im Neuen Testament, der neue Bund. Nicht umsonst steht geschrieben, wer nicht von neuem geboren ist, wird das Reich Gottes nicht sehen. Denn die Wiedergeburt bedeutet, du stirbst dein altes Leben ab, das dreckig ist, wie bei der Beschneidung mit der Pforte, abschneiden, wegschmeißen, was dreckig ist. So sollte es mit dem alten Leben sein. Und beginnt ein neues Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Und sehen, wir sind der neuen Bund, die Gnade. Wir sind Galater 6,2 steht unter das Gesetz Christi. Denn wir haben die Gesetze Christi. Und wir sehen, Apostelgeschichte lesen wir, zack, 30 Gebote. Römerbrief lesen wir, zack, 30 Gebote. Wir lesen nochmal ein weiter, zack, wieder 30 Gebote. Das Neue Testament hat mehr Gebote als das Alte Testament. Wisst ihr das eigentlich? Aber wir sind nicht wie im alten Bund mit der Steinigung oder sonstiges, mit der Todesstrafe. Nein, nein, nein. Jemand hat bezahlt. Wenn du diesen Weg gehst, so wirst du die Sünde nicht vollziehen wollen. Denn dein Geist und Fleisch streiten sich. Römer 7, 14, 25. Aber jemand hat bezahlt. Jesus Christus. Und wer wiedergeboren ist, will gute Taten vollziehen, automatisch, weil sein Leben ist verändert. Der Heilige Geist ist in dir und du willst in der Liebe wandeln. Und es steht geschrieben, wenn die Liebe wandelt, der wandelt mit Gott. Denn Gott ist Liebe. 1. Johannesbrief. Und dann sehen wir eigentlich ganz klar, wenn wir die Bibel lesen, ist das ein Liebesbrief an uns Menschen. Das erinnert mich an den Propheten Hosea. Alte Testament, der Tanach der Juden, Buch Hosea. Hosea sollte eine Frau heiraten, die eine Hu, ne, ist. Der Herr hat es befohlen. Das hat er getan. Denn Israel war damals in geistliche Unzucht, das heißt geistliche Hurerei. Und daran erkennen wir immer den Herrn Jesus Christus. Ich sage euch jetzt warum. Hosea symbolisiert Gott, den Samen, den er legt. Die Frau, die Hu, ne, die Hurerei betreibt, die symbolisiert in dem Fall eigentlich Israel, aber im zweiten Punkt auch noch uns alle Menschen. Dann sehen wir, dass die Frau, die Hurerei betrieben hat, gefangen worden ist und den Sklavenmarkt freigegeben worden ist. Und der Mann, der Prophet Hosea, hat sie wieder zurückerkauft. Und hat die Heirat ja sowieso beschlossen, also den Bund. Und wir sehen, drei Kinder wurden gezeugt. Und die drei Kinder hatten drei Namen. Gott seht, nicht Begnadigte, nicht mein Volk. Aber Gott will sagen, in Hosea Kapitel 2 steht das, zu Gott seht, Gott wird in seinem Leben durch Prophet Hosea. Nicht Begnadigte, zu die nicht Begnadigte will er sagen, ich will meine Barmherzigkeit geben, damit du Gnade hast. Und zu der dritte, nicht mein Volk, will er sagen, ich will wieder sagen, du bist wieder mein Volk. An wen erinnert euch das? Jesus Christus, der gekommen ist, gestorben, auferstanden ist, wer an ihn glaubt, hat den neuen Bund. Wir, nicht sein Volk, wurde sein Volk. Wir, nicht Begnadigte, wurden die Begnadigten. Wir, die nichts gesät, nichts bekommen hat, hat Gott mit dem Namen Jesus Christus das Wort Gottes gesät in unseren Herzen. Und so hat es Frucht gebracht. Wie ein Gärtner, der in seine Erde einen Samen legt und bewässern tut und es pflegt und ein schöner Baum heranwächst. Und so ist es mit uns.
Glückselig ist der, der am Wasserbach sehr nah ist, damit er viel Frucht bringen kann. Und das Wasserbach symbolisiert das Wort Gottes. Seid nah mit das Wort Gottes. Seid nah mit die Gebote des Herrn. Wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote, steht geschrieben. Und die Gesetze Christi haben wir in Galater 6,2. Also nicht für die Leute, die meinen, Schabbat halten sonstiges. Nein, nein. Das ist alter Bund, hat nichts mehr mit uns zu tun. Neuer Bund, Christi-Gesetz. Ja, die Gnade. Und wenn wir es erkennen und annehmen und nachfolgen, ja, ihr seid gerettet. Ja, ihr habt das Anrecht, Kinder Gottes genannt zu werden. Ihr habt das Anrecht. Nein, wir sind dann Kinder Gottes. Und deswegen sage ich es zu meinen muslimischen Mitmenschen. Denkt nach. Der Islam ist nicht die Wahrheit. Wäre es die Wahrheit, so hätte ich es schon längst gesagt. Aber es ist nicht die Wahrheit. Und ich sage euch, prüft es selbst und ihr werdet es erkennen, was der Islam wirklich hat. Was der Islam mit sich bringt. Lest die Bibel und ihr werdet die Liebe Gottes erkennen. Koran, Bibel, vergleicht es. Der Koran kam aber später, die Bibel vorher. Und die Bibel warnt uns vor dem Koran. Galater 1, Vers 8. Selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie hat Mohammed nochmal seine Botschaft, Evangelium bekommen? Durch einen Engel namens Jibril, der gekommen ist und eine andere Botschaft brachte, als das, was wir alle gelernt haben, mit der Bibel. Gottes Segen, der gerade reingekommen ist, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Was liegt auf den Herzen? Du bist gestummt. Du musst dich entstummen. Hallo zusammen. Gottes Segen. Hallo zusammen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was liegt dir auf den Herzen und was sagst du dazu? Dazu sage ich, ja, diese bösen Muslime, ne, sie sind die, ich meine so zum Beispiel, ja, vielleicht verstehst du mich, ich kann nicht so gut durchreden, weil ich seit 5 Jahren hier bin und habe ich Ausbildung gemacht als Fliesenleger. Auf jeden Fall nach Deutschland gekommen, hier Ausbildung gemacht und Schulabschluss, Führerschein, ich bezahle Steuer, alles auf jeden Fall. Aber ich habe eine Frage an dich und die Leute nach Afghanistan gehen oder Syrien von Europa und Amerika und andere Länder, was wollen die da und was möchten die da? Du meinst, die nach Europa kommen? Nein, nein, die Leute, ich, guck mal, ich komme Leute, aus... Die Europa nach dahin gehen, habe ich noch nie gehört. Genau. Da kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Aber kurze Frage, okay, glaubst du, dass okay, Jesus... Okay, dann sage ich dir, warum gehen die? Okay, dann sage ich dir, warum gehen die, ja? Ich komme hier auf jeden Fall, ich bezahle Steuer, ich arbeite, ich behalte mich an eure Gesetze und alles, ne? Aber die kommen nach Afghanistan oder nach Syrien, die wollen unsere Länder besetzen und die Waffen hier bauen und nach Afghanistan bringen und dann zeigen die armen Leute mit euren Waffen, wie kann man Kinder töten, Krankenhäuser bombardieren zum Beispiel. Ja, was hat das jetzt mit der Bibel zu tun? Nicht Bibel, weil du hast so geschrieben da. Aber ich habe gesehen, aber du hast geschrieben zum Beispiel Islamisten so. Ja, genau, der Islam. Bist du Muslim? Ich bin Alhamdulillah Muslim, aber ich habe jetzt gesehen, seit 5 Jahren bin ich hier, ne? Am Anfang in Afghanistan habe ich immer so gedacht, ja, vielleicht muslimische Länder, immer Krieg, warum das, dies und so, ne? Und dann habe ich jetzt so gedacht, meine Iman und Ich glaube an Islam noch mehr, weil ihr Christen, Juden, die töten alles. Nein, alles. Lüge nicht rum. Doch, lüge nicht rum. Doch, nein. Erzähl mal keinen Quatsch hier. Glaub ja? mir. Erstens mal, Afghanistan, ja, ich sag dir, einer der heftigsten Länder, wo die Scharia herrscht, einer der heftigsten Länder, wo Brüder und Schwestern leiden. Ja, erzähl mal keinen Quatsch hier. Ja, schon mal Lügen brauchst du hier gar nicht erzählen. Drittens, mein Bester, nicht Christen machen das. Ja, dann machen das irgendwelche Aktien. Okay, einen Moment. Aber nicht Christen. Denn was steht, nein, was sagt ja, okay, die Liebe? Warte. Liebe, nein, ja, hör mir jetzt mal genau zu. Russland ist, Nein, du hörst mir jetzt erstmal zu, da musst du erstmal lernen, zuzuhören, Russland ja? ist,
So, und deswegen sage ich dir, meine Brüder und Schwestern leiden in deinen Ländern und du willst mir sagen, Christen massakrieren dich? Was erzählst du da für einen Quatsch? Dein Islam, dein Koran sagt doch in Sure 929, dass meine Brüder und Schwestern geschlachtet werden sollen. Was erzählst du da für Müll? Ja, bist du fertig? Ja, ich bin fertig, antworte drauf. Okay. So, ja. Du hast recht, wenn du so sagst, das ist deine Meinung, ist kein Problem. Ich kann auch meine Meinung sagen. Zum Beispiel Leute, als, guck mal, kommen nach Afghanistan, dann Es nehmen geht doch nicht Soldaten. nach Meinung, es geht nach Fakten. Okay, Fakten sage ich dir auch. Russland ist muslimisches Land, ist nach Afghanistan gekommen, hat alle Leute massakriert da. Hallo, hallo, Fakten sind Bibel und Koran. Warte, warte. Nein, 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 Und nein. dann, Nicht Länder warte. sagen, die andere Länder massakrieren. Nein, 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 das meine ich Ja, nicht. aber sie sind Fakten auch sind Bibel Christen. und Sie sind Koran. auch In der Bibel Christen. steht, liebe deinen Feind. Im Sie Koran sind auch steht, schlachte Christen deinen nach Feind. Auf wen Afghanistan soll ich kommen hören? und Juden. Mein Und dann, Bester. Mein England, Bester, erzähl mal keinen England ist Quatsch. muslimisches Was Land. steht, Ist mein Bester, hör England mal genau muslimisches zu. Land? Steht nicht in deinem Islam, eigentlich musst du das sogar wissen, steht nicht sogar in Warte. deinem Islam, hör mir jetzt mal zu, steht nicht in deinem Islam, in Sahih al-Bukhari, 29,26, Genozid an Juden, steht das nicht drinne, dass der letzte Jude getötet werden soll von einem Muslim und dann kommt der jüngste Tag von Allah? Stimmt das nicht so? Wo sogar der Stein sagen wird, Nein, hinter mir versteckt sich nein. ein Jude und Muslim, schnapp ihn dir und Warte töte ihn, mal, steht das nicht so? warte, warte. Habe ich Ja, gelogen? da, du redest. Guck mal, England ist auch Antworte drauf. muslimisches Land, nach Afghanistan gegangen, alle Leute Antworte drauf. massakriert. Sahih al-Bukhari 29,26. Habe ich gelogen? Dass Wenn der letzte einer Jude in meinem getötet werden soll Land, von einem guck mal, Muslim, damit der wenn jüngste einer Tag in Allahs meinem kommt? Land steht da, wenn einer in deinem Land Töte. kommt und deine Frau und deine Kinder Nein, 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 hör mal tötet, jetzt mal genau zu. Lenk jetzt mal nicht ja, ab. Sahih so, al-Bukhari wenn ich bei dir 29,26. zu Der Hause komme, letzte warte Jude mal, soll. wenn Hallo, ich bei dir hör zu doch mal Hause zu. Hast du in dein Land nicht Respekt beigebracht bekommen? Hör doch mal zu. Sahih al-Bukhari 29,26 steht geschrieben, dass der letzte Jude getötet werden soll von einem Muslim. Dann kommt der jüngste Tag von Allah. Antworte jetzt drauf und schäm dich nicht für deinen Islam, sonst bist du für mich ein Heuchler. Entweder du Ja, ich stehst zu deinem antworte Islam dir, oder wa? du bist Guck ein mal, Heuchler. das ist so. Wenn einer in mein Land reinkommt und meine Brüder, Geschwister alles tötet, Bist du in dann eine darf andere ich ihn Welt? töten. Jetzt Ja, mal, ohne das ist Spaß, bist du klar. in eine andere Dimension? Antwort auf meine Frage. Habe ich gelogen jetzt mit dem Satz oder habe ich nicht gelogen? Auf jeden Fall, jetzt habe ich gelernt, jetzt habe ich verstanden, Christen und Juden massakrieren alle. Alles klar. Ich danke dir, dass du hier warst, nicht zugehört hast und dass du ein Heuchler bist. Dank dir, dass du hier warst. Dankeschön. Hat man wieder gesehen. Hat man wieder gesehen. Wie ein Muslim wieder handelt, ja? Hat man direkt wieder gesehen. Antwortet nicht auf Sahih al-Bukhari 29,26, wo drinne steht, dass der letzte Jude geschlachtet werden soll von einem Muslim. Das ist ein Genozid. Und das befürworten die. Und dann wollen die es nicht zugeben. Oh ja, Sahih al-Bukhari. Oh, will ich jetzt nicht so gerne zitieren, ne? Auch wenn es gerade ein Genozid an Juden ist, und will ich jetzt nicht rumposaunen. Nein, nein, die Christen und Juden, die massakrieren die Muslime. Du Heuchler! Was steht denn hier? Steht da Christen massakrieren Muslime oder steht da Islamisten massakrieren Christen in Nigeria? Ja, mein Bester, lügt man nicht rum. Was für ein Heuchler der ist. Und dann sagt er so, in Afghanistan, da kommt ihr rein und meine Brüder leiden. Du Heuchler! Oppendorf steht geschrieben, dass Afghanistan einer der heftigsten sogar noch ist, wo meine Brüder und Schwestern leiden. Und ich schweige nicht hier. Denn ich sage es direkt ins Gesicht und du sollst darauf antworten. Er will er sein Islam noch beibringen mit Frieden. Ich habe jetzt wirklich noch mehr an den Islam glauben. Weil die Christen, die töten ja uns. Liebe deinen Feind und liebe deinen Nächsten. Wo steht da, töte deinen Nächsten? Nein, wir sind nicht bei Sure 929. Schlachtet die Kuffar, Sure 9, Vers 5. Sure 5, Vers 33. Nein, da sind wir nicht. Oder Sahih al-Bukhari 29,26. Nein, nein. Das ist Islam. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten. Islam sagt, töte deinen Nächsten. Da hast du jetzt die Antworten. Nur unter Muslimen, da sollt ihr die Liebe haben. Aber gegen Christen und Juden? Nein, nein. Sure 5,51. Ihr sollt ihr nicht mal als Freunde nehmen. Und dessen sage ich euch, dieser Heuchler, der hier drin war, hat nur gelogen, wollte einfach nur Takia nennt sich das, ja? Der wollte einfach nur lügen für seinen Gunsten und den Islam schönreden, was gar nicht stimmt. Wenn er ein ehrlicher Mensch ist, wird er sagen, ja, da steht so ein Islam.
Wenn er ehrlich ist, dann wird er sagen, klar, das steht drin und ich stehe dazu. Ich bin kein Heuchler. Aber er ist ja nicht ehrlich. Er ist ein Heuchler. Er will lügen, verdreht die Worte und sagt, mein Islam sagt nichts dazu. Wahnsinn. Und er selber verurteilt das noch. Er hat doch gerade am Anfang kam er rein und sagt so, die bösen Muslime. Wahnsinn. Carlos, hörst du Ja, mich? bitte. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, Gottes Segen. Ich wollte nur kurz was sagen, weil ich bin seit kurzem drinnen und ich Ja. sehe hier Kommentare. Es gibt so viele Muslime, die den Alten Testament runtermachen, während du redest. Die sagen, ja, aber im Alten Testament steht das und das. Leute, der Alte Testament laut Allah kommt auch von Gott. Oder? Wieso macht ihr Die den richtigsten Alten übertreiben. Testament runter? Das heißt, ihr zerstört euren eigenen Gott. Ihr sagt, euer Gott, seine Schriften sind nicht gut. Hört mal Richtig. auf, euch lächerlich zu machen. Und wir haben tausendmal erklärt, es gibt den alten Bund und den neuen Bund. Und wir leben nach dem neuen Bund, weil Jesus gekommen ist und uns gerettet hat. Also folgen wir ihr. Was ist hier nicht klar? Beleidigt weiter den Alten Testament, das ist so lustig. Ihr beleidigt euren eigenen Allah. Das ist sehr Das lustig. ist heftig, ne? Das ist heftig. Weißt du, was krass ist? Die schreiben rein verfälscht, ne? Meine Lieben, die Bibel ist nicht verfälscht. Ihr habt nicht mal eine Quelle. Aber ich gebe euch mal was. Dein Koran ist verfälscht. Und ich gebe euch eine Quelle. Ich bin nicht ein Heuchler wie ihr. Ich gebe euch eine Quelle. Sahih al-Bukhari 4987. Da ist sogar der Koran verbrannt worden, meine Lieben. Verbrannt. Von Uthman ibn Affan, der dritte Kalif, den ihr habt, euren Anführer. Der hat eure schöne Koran verbrannt, ja? Und er hat einen eigenen geschrieben und den habt ihr. Weil nach Mohammeds Tod haben die schon alle falsch rezitiert. Schon an die Menschen, die sagen, ja, den Koran, die kriegen die alle auswendig. Niemand kann den Koran vernichten. Ja, nach Mohammeds Tod haben schon alle angeblich auswendig gelernt und haben alle einen verschiedenen Koranversion gehabt. Jeder andere. Nicht nur ein anderer Dialekt, sondern eine falsche Sure. Also nur falsche Suren. Ja, und was ist dann passiert? Die haben sich beschwert an den dritten Kalif und sagen, oh Anführer, tue doch was, bevor die sie streiten untereinander und so weiter. Ne? Und dann hat er alle Manuskripte eingesammelt von Koran, ne? Alle, die es gab, hat alle verbrennen lassen, wirklich alle. Auch von Abu Bakr, alle. Quelle, vertrau mir, sagt er. Nein, Quelle Sahih al-Bukhari 4987. Deine Quelle, Hadith, der Sahih ist. Und da sehen wir, der hat alle verbrannt. So, wo ist jetzt dein originaler Koran? Und dein Koran ist doch verfälscht. Die Bibel hat sowas nicht, die einstimmig. 300.000 Manuskripte in allen Sprachen, einstimmig mit das Wort Gottes, die Bibel. Wenn wir so in eine Sprache nehmen, beispielsweise Griechisch, 36.000, Latein, 20.000, Hebräisch haben wir auch nochmal, ich glaube so 10.000 ungefähr. Die einstimmig mit der Bibel sind, keine Verfälschung, nichts. Wir haben das. Wo sind eure Quellen? Ha! Quelle Uthman ibn Affan, der alle verbrannt hat. Durch Sahih al-Bukhari 4987. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die Schiiten sind noch ehrlich. Schiiten, also nicht nur die Sunniten, ne? Die schiitischen Muslime sagen sogar auch noch, ja, das stimmt. Wir glauben an einen verfälschten Koran, bis Imam Mahdi kommt und den Originalen dann bringt. Das glauben die Schiiten. Aber die Sunniten, die wollen nicht zugeben. Nein, nein, der ist nicht verfälscht. Nein, nein. Aber ist doch dein Hadith. Sahih al-Bukhari 4987. Schreibt das einer rein, screenshottet das, googelt sofort nach, prüft mich. Wenn ich ein Lügner bin, könnt ihr mich bloßstellen, könnt ihr ohne Probleme machen. Screen Recording, mich bloßstellen, ein nach den anderen. Wenn ich aber nicht lüge, dann sei ehrlich mit dir selber. Und jetzt musst du selber nachdenken. Oh, der ich selber sage, oh, das ist verfälscht, aber letztendlich sind deine Schriften verfälscht. Da muss man ehrlich mit sich selbst sein, ne? Und jetzt nachdenklich werden und gucken, oh, ist doch der Jesus Christus doch die Wahrheit? Ne? Letztens sage ich euch, meine lieben Muslime, ihr könnt sogar eine Einladung schicken, mit mir reden. Ihr könnt jetzt einen Laptop anmachen, anderes Handy anmachen. Ich würde euch sogar groß machen und ihr könnt selber vorlesen. Auf Arabisch, auf Englisch, auf Deutsch, wie ihr wollt. Ist kein Problem. Ich will euch nur darauf hinweisen, damit ihr niemals sagen könnt, ich habe noch nie Quellen gehört. Noch nie. Und ich will noch immer wissen von den ganzen Muslimen, was sagt ihr zu dem Genozid an Juden, den ihr verrichtet? Nicht alle, aber der Islam verrichtet es. Sahih al-Bukhari 29,26. Das ist meine Frage an die Muslimen. Was sagt ihr dazu? Lügt man nicht, schreibt er. Wo lüge ich?
Sahih Bukhari, 1926, ist in deine Quelle. Schreibt das auch einer rein, dass es Screenshot gemacht wird und jeder sogar sieht. Da steht sogar drinne, bis der letzte Jude von einem Muslim getötet wird, dann kommt der jüngste Tag von Allah. Das müsst ihr euch geben. Das, deswegen sind die so gewaltbereit, ne, in der arabischen Liga, wo da ist, und deswegen ist da auch immer Krieg und wurden den Islam massakrieren, wurden die Juden massakrieren. Ganze Zeit. Ich erinnere mich sogar 1960, 70, hab jetzt ein Jahr ungefähr vergessen, für den Zeitraum, da gab es einen Sechstagekrieg. Die arabische Liga, die 8 arabischen bzw. muslimischen Ländern wollten Israel komplett angreifen, wo, haben aber alle verloren gegen Israel. Ein Land gegen 8 Länder, und hat die dann natürlich eine Gegenwehr, Verteidigung gemacht und haben alle verloren, und die wollten einfach die Juden massakrieren, die wollten die töten. Einfach einen Genozid verrichten. Deswegen ist der Islam sehr stark damals mit Hitler gewesen. Damals, ja, ist die Wahrheit. Palästinischer Präsident, ganz nah mit Adolf Hitler, ganz klar. Prüft das selbst nach, wenn ihr mich glaubt, googelt das mal. Dann seht ihr, oh, dann gibt es sogar noch eine andere Seite, die mit denen zusammengearbeitet haben. Das ist Geschichte, die wahr ist. Die ist nicht zu widerlegen. Geschichte ist Geschichte, die ist wahr. Ihr habt keine anderen Quellen. Und dessen sage ich euch, jetzt nachdenken. Wir lügen nicht, wir geben euch Quellen. Wenn ihr prüft, selber seht, müsst ihr jetzt nachdenken und sagen, oh, ist Gott, Jesus Christus doch die Wahrheit? Nenn die Quellen, schreibt einer. Mein Bester, Sahih al-Bukhari, 2926, Genozid an Juden. So, das ist schon mal eine heftige Quelle. Und jetzt ist wieder so ein Thema. Jetzt müsst ihr nachdenken und sagen, oh, ist doch Jesus die Wahrheit? Dann verrichtet mein Gebet, wenn ihr noch unsicher seid. Gott, wer bist du? Was ist die Wahrheit? Zeig dich mir. Offenbare es mir. Und Gott wird es dir offenbaren. Das verspreche ich dir. Wer ein ernstes Gebet mit Herzen macht, der wird es auch bekommen. Denn Gott erhört deine Gebete. Neutrales Gebet. Gott, wer bist du? Ist eine einfache, ne? Einfache Frage. Ist ein Einsatz geregelt. Und wer sucht, der findet. Wer klopft, den wird geöffnet. Das sehen wir in der Heiligen Schrift, der Bibel. Und so habe ich gesucht. Mein Lieber, ich hätte den Islam sofort angenommen. Wenn es die Wahrheit wäre, ich hätte es direkt angenommen. Denn ich bin ehrlich mit mir selbst. Ich bin kein Heuchler. Na, und deswegen sage ich, ja, ich hätte es angenommen. Bis ich rausgefunden habe, oh, der Islam ist doch eine Katastrophe. Wo ich dann die Quellen gesehen habe, gemerkt habe, oh, ein Widerspruch nach den anderen. Eine unmoralische Sache nach den anderen. Eine Unordnung nach den anderen. Und dann sehe ich die Bibel, prüf sie mit voller Härte. Oh, eine Ordnung, eine Wahrheit, keine Verfälschung. Das sind Fakten, die ich spreche. Fakten. Viele sagen immer, die Bibel sei verfälscht. Pavlos, kann ich kurz was sagen? Eine Quelle, meine Lieben. Bitte. Ich wollte nur was vorlesen für die Muslime, ganz kurz. Und das kommt von euren Koran. Da könnt ihr nicht sagen, das ist falsch. Wenn ihr jetzt einen Koran habt, nimmt es einfach und schlagt es auf. Das ist Sure 18, 27. Sure 18, 27. Da steht, und verlies, was dir vom Buch deines Herrn als Offenbarung eingegeben worden ist. Es gibt niemanden, der seine Worte abändern könnte, und du wirst außer bei ihm keine Zuflucht finden. Also das heißt hier, die Schriften, was Allah gesendet hat, wurden nicht verfälscht. Und laut eurer Suche nochmals wurde der Alte Testament auch von Allah geschickt. Also erstens, Nummer eins, wenn ihr den Alten Testament kritisiert, kritisiert ihr Allah. Und zweitens, es konnte nicht verfälscht werden, weil hier steht es, dass Allah wird, also er hat sein Wort nicht verfälscht. Niemand konnte das machen. Und wo sehen wir, dass es Allahs Wort ist? Sure 3. Das, die Tora, die Psalmen und das Injil ist Allahs Wort. Die Bibel. Er hat die Bibel geschrieben. Das ist Allahs Wort. Also sehen wir ganz klar, Allah hat sein Wort verfälschen lassen. Das müsst ihr euch mal geben. Das, Allah widerspricht sich im eigenen Koran und hat es verfälschen lassen. Ja, Sure 3, Nummer 3 steht, er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Er hat auch die Tora
und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Also könnt ihr jetzt, wenn ihr euch lustig macht über den Alten Testament, ihr zernichtet nur euren eigenen Gott. Und ich finde das sehr merkwürdig, zum Beispiel, wenn ich eine Muslima wäre. Wie kann das sein, dass im Alten Testament steht genau geschrieben, dass Jesus kommen wird, dass seine Hände durchbohrt werden und alles. Und euer Mohammed ist von einer, keine Ahnung, woher gekommen und hat gesagt, nein, Allah hat mir den Koran schreiben lassen und da steht nicht, das war nicht Jesus, der gekreuzigt wurde, aber das war ein anderer Mensch. Wie könnt ihr das glauben? Und ihr sagt, dass die Bibel verfälscht wäre, weil es von vielen Menschen, also von Menschen geschrieben wurden. Aber lieber glaube ich diesen vielen Menschen, die mit ihren eigenen Augen gesehen haben, Jesus gesehen haben, als einen Menschen, der selber sündig war und einfach von, keine Ahnung, woher gekommen ist und euch gesagt hat, ja, das ist das Wort Gottes. Und ihr glaubt das. Und ihr sagt, das wurde von Menschen geschrieben, die Bibel. Aber Mohammed hat doch die Bibel, den Koran geschrieben. Und ihr glaubt, dass das von einem Engel gekommen ist. Mädchen, du laberst so viel Scheiße. Lern erstmal. Hey, Kali, erstmal Respekt. Zweitens, guten Morgen, kann man schon bei dir sagen, ja? Respekt können sie sowieso morgen nicht. So, morgen. Also, Gottes Segen wünsche ich dir. Was liegt dir auf den Herzen? Ich wollte mal fragen, warum du nur so viel Scheiße laberst und so schwul aussiehst mit deinen schmierigen, dreckigen Haaren. Danke dir, dass du hier warst. Du hast den Islam schöne Werbung gemacht. Danke dir und tschüss. Ja. So, Gottes Segen, der Nächste, der hier drin ist. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Ich hätte ganz kurz ein paar Fragen. Also ich bin Moslem. Erstmal, mich nimmt's Wunder. Ich sag mal so, Jesus selber, wie hat er oder hat er euch in der Bibel irgendwie gesagt, wie ihr beten müsst oder irgendwie so in die Richtung? Ja, genau. Judas Brief Kapitel 1, dass ihr betet den Heiligen Geist. Okay. Das heißt, der Heilige Geist gibt dir die richtigen Worte, wie wir zu beten haben. Jesus Christus, der den Heiligen Geist sowieso hat, ist ja klar, hat gebetet und da haben wir sogar gesehen, wo er in der Nacht der Stunde gebetet hat, bevor er gekreuzigt worden ist, da hat er frei gebetet. Ja, und so sollen wir beten. Und okay, wir sehen, wir können in verschiedenen Positionen beten, genauso wie die Niederwerfung, denn Gott hat gesagt, wir sollen in Demut beten. Ja, wir sollen demütig sein. Und da ist es, wo es anfangen soll. Nicht in Äußerlichen. Hier. Ja, okay. Hier muss Demut anfangen. Absolut. Wenn da schon mal anfängt, kannst du auch das Äußerliche schon mal widerspiegeln. 100%. Aber da musst du schon anfangen. Demut. Betet okay. Den Heiligen Geist heißt, bete frei. Der Heilige Geist wird dir schon helfen, welche Sünden du getan hast, damit du deine Sünden an Gott abgibst. Und Gott, der gnädig ist, wird dann, so Gott will, auch dir vergeben. Okay. Und noch eine Frage. Hat Jesus sich jemals gekreuzigt? Oder hat Jesus seinen Geburtstag jemals gefeiert? Oder hat Jesus gesagt, feiert meinen Geburtstag? Erstens, ich bin ein wiedergeborener Christ. Zweitens, Weihnachten hat nichts mit der Bibel zu tun, also feiern wir nicht das Geburtstag. Drittens, was meinst du jetzt mit gekreuzigt? Ich meine, ich habe ja viele Kollegen, die sind orthodox, Katholiken. Ja, ich bin Ex-Katholik. Ich bin ein wiedergeborener Christ, nur die Bibel allein und keiner kann das widerlegen. Nicht ein einziger, nicht die Katholiken, nicht die Orthodoxen oder niemanden. Denn ich habe keine Kirchenväter, sondern ich habe nur die Bibel. Und die Bibel sagt die Wahrheit. Das Wort Gottes ist meine Quelle. Und niemand kann das Wort Gottes widerlegen. Bist du in dem Fall so, du glaubst nicht an die Kirche, nicht mal nur die Schrift, oder? Wir sind die Kirche, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, Ekklesia heißt das. Und das bedeutet auf Deutsch übersetzt Kirche und Gemeinde. Das ist das ein und dasselbe Wort. Wir sind die Gemeinde, ein geistliches Haus. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, okay, und Vers 9. Gut, jetzt habe ich noch, weil ich kenne mich mit dem Christentum ein bisschen aus, aber ich weiß jetzt halt nicht alles. Aber wie ist es in der Bibel? Steht da irgendwas drin von der Trinität? Amen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7 steht geschrieben, der Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Die drei sind eins, ein Wesen. Das sehen wir sogar im Alten Testament, die Tora, ja, 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4, steht geschrieben, höre Israel, der Herr ist mit uns, der Herr allein. Das Wort allein zeigt die Trinität. Denn wir müssen das Hebräische anschauen, die Israel-Sprache, da steht geschrieben, Schma Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Das Wort Echad heißt eins aus mehreren Elementen. Sonst wird der Yachid stehen. Das heißt, die hebräische Sprachwissenschaft repräsentiert und zeigt faktisch, dass da die Trinität ist. Denn eins aus mehreren Elementen bedeutet ein Gott, ein Wesen, der sich im Vater, Sohn, Heiliger Geist offenbart. Die drei sind eins. Vater Gott, Sohn Gott, Heiliger Geist Gott. Drei sind eins, ein Wesen. Denkst du nicht, das ist einfach das Plural des Majestates?
Nein, denn es steht auch geschrieben, Psalm 110, Vers 1, der Herr spricht zu meinen Herrn. Also im Alten Testament erkennen wir durch die ganze Bibel hindurch sogar noch die Trinität. 1. Mose, Kapitel 1, steht schon direkt geschrieben, ich glaube Vers 3 bis 5 ungefähr, steht schon geschrieben, der Geist Gottes schwebte über das Wasser. Und Gott, also Geist Gottes, Heiliger Geist, Gott, der Vater, und sprach das Wort. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Ja, das stimmt. Und wir sahen seine Herrlichkeit vom Vater eingegeben mit voller Liebe. Also sehen wir, das Wort ist Jesus, Gott ist der Vater und Heiliger Geist ist natürlich der Geist des Herrn, also auch Gott. Wir sehen Vater, Sohn, Heiliger Geist, die drei sind eins. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7, nochmals Nachschlag. Dann sehen wir ganz klar, die Bibel ist einstimmig mit der Trinität. Denn es gibt sogar Doktorarbeiten, wo jemand sich solche Mühe gegeben hat, die Trinität zu beweisen. Und der hat dann erst kritisch angefangen. Denn man muss bei einer Doktorarbeit kritisch anfangen, bevor man überhaupt was repräsentieren kann. Und dann hat er durch die ganze Bibel hindurch, 1. Mose bis Offenbarung durch, die Trinität erkannt und aufgeschrieben. Und hat dann es vorgetragen. Bei Doktorarbeiten läuft das so ab, dass dann gewisse hohe Professoren vor dir stehen und du dann vortragen musst, ja, und beweisen musst. Du musst es faktisch beweisen. Und das hat er dann geschafft. Und deswegen kann man auch sogar Doktoren sogar zitieren, ja, und die haben es auch nochmal bewiesen, dass die Trinität in der Heiligen Schrift vorhanden ist. Ja, und das sehen wir ganz klar. Ich habe dir schon ein paar Verse nur genannt. Ich könnte dir unzählige nennen und ich könnte gar nicht mehr aufhören, aber die genügen Ja, erstmal. ist ja gut, wenn du über deinen Glauben Bescheid weißt. Was hältst du davon, wo man Jesus ja gefragt hat, wann die Welt im Prinzip untergeht? Er wusste es ja nicht. Genau, da müssen wir Philipper 2, 6 bis 8 anschauen. Gott wurde Mensch. Das heißt, der Menschensohn wusste es nicht. Denn er hatte Zugriff auf die Gottheit gehabt, aber hielt es nicht fest, wie ein Raub, Sie sind Gott ja gleich zu befreit sein. Denn da geworden. Du müssen wir hast ja nur Philipper gesagt. 2, 6 bis 8 lesen. Und ich lese es mal vor, dann ist das sofort Vorhin geregelt. hast Warte, du ja ich muss das, gesagt, warte, ich ich muss bin das vorlesen, fein. damit du auch mich verstehst. Das ist ja sehr wichtig, ne? So, Philipper 2, 6 bis 8 steht geschrieben. Kleiner Augenblick, das haben wir sofort aufgeschlagen. Ja, danke. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Dann werden alle Fragen beantwortet mit diesem Vers, wo alle denken, ja, da sehen wir wieder, das kann nicht sein. Da muss Jesus auf jeden Fall ein Mensch sein und kein Gott sein. Denn wir haben zwei Naturlehren, 100% Mensch, 100% Gott. Das heißt, Gott wurde Mensch. Und dieser Mensch wusste es nicht und war begrenzt. Ist ja klar, er wollte nicht Gott gleich sein. Er war untergeordnet, untergeordnet dem Vater, der drei Hypostasen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, Ich aber gebe eine Sekunde und ich schlage das kurz auf und lese das vor. wie konnte er dann Tote lebendig machen? Ich meine, er war ja nur ein Mensch. Indem er die Vollmacht ja bekam, der Menschensohn, denn der Menschensohn, wo er untergeordnet war, brauchte Vollmacht. Das Aber wie bekam er hat durch er den denn die Vater Vollmacht mit nicht dem Heiligen bekommen Geist. Jetzt bei lese der ich Frage? Philipper 2, 6 bis 8, steht geschrieben. Der, Beantworte mir als doch in nur der kurz. Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Da Also steht so Gott hat sich geschrieben. Also selber siehst du, erniedrigt. ich zitiere die Heilige Schrift und die Heilige Schrift ist unwiderlegbar. Also Gott hat sich selber erniedrigt. Ich verstehe ich das Gott richtig? hat sich selbst erniedrigt. Das hast du richtig erfasst. Warum hat er das gemacht? Jetzt müssen wir nur fragen, warum? Denn ich gebe dir einen Verweis als Muslim auf das Opferfest. Denn ihr feiert eigentlich den Herrn Jesus Christus, ohne es zu wissen. Was macht denn Opferfest? Gedenkt ihr nicht an Abraham und Isaak? Genau. Genau. Was hat Abraham gemacht mit Isaak? Er wollte ihn opfern. Er wollte ihn opfern. Was war das? Der Vater, der seinen Sohn opfert, richtig? Korrekt. Was haben wir in der Bibel? Der Vater, der seinen eingeborenen Sohn hergab, um ihn zu opfern für die Menschen, damit die befreit sind. So, Aber lesen hier haben wir. wir einen kleinen Wo Abraham Unterschied, und denn bei euch Isaak, ist er ja wo bleiben wir gestorben, noch bei stehen? Wir uns. bleiben noch stehen. Wo Abraham und Isaak, ja? Abraham wollte seinen Sohn opfern für den Herrn, weil der Herr es gesagt hat. Was sehen wir? Wo er doch fast opfern wollte, sagte Gott, stopp. Mach es nicht. Ich habe dich geprüft und sehe, du hast dies bestanden. Genau. Isaak sagte, aber wer wird jetzt für das Opfer sorgen? Denn es sollte trotzdem jemand geopfert werden. Dann mähte hinter ihm ein Schaf, ein Lamm. Und das Lamm wurde geopfert. Und weißt du, was sogar krass ist? In der tiefen Theologie sagt man sogar noch dazu, der Ort, wo Abraham, das war ja ein hoher Berg, er sollte auf einem hohen Berg drauf in Genau. Jerusalem, ja? Und dieser Ort war dieser Berg, wo Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Golgatha. Es war das Ort der Schädelstätte, Golgatha. Das weiß Die ich nicht Opferung. genau. Und da sehen wir es.
Jesus wurde sogar da gekreuzigt. Vater, der seinen Sohn hergab. Vater, der seinen Sohn hergab. Sehen wir diese Parallelen. Das ist das Copyright der Heiligen Schrift, was Gott, Jahwe, hingegeben hat. Jeder, der diese Geschichten mitnimmt, wie der Koran die Geschichten mitgenommen hat, kann aber nie das Copyright wegnehmen. Egal wie die es drehen und wenden, das Copyright ist immer da. Durch Analyse erkennen wir den Gott der Heiligen Schrift der Bibel mit den Juden zusammen. Denn das Heil kommt von den Juden. Und die Juden haben uns prophezeit. Jeremia 31, Vers 31, der neue Bund. Lukas 22, Vers 20, Jesus Christus, der den neuen Bund hergab. Das ist mein Kelch, mein Blut, was ich vergießen werde, den neuen Bund, den ihr bekommt. Und warum wurde der Mensch? Selbst die Muslime geben doch selber zu, dass die Juden doch ein Lamm immer geopfert haben für die Sühnung der Menschen. Das ist ja richtig. Und da sehen wir, makellos sollte dieser Lamm sein. Wir sehen in der Offenbarung, Jesus Christus ist das Lamm Gottes. So wird er symbolisch genannt, weil er sich geopfert hat. Gott wurde Mensch, musste makellos sein, ohne Sünde sein. Denn wer schafft es ohne Sünde? Ja, warte, einen Anruf bekommen. So. Wer schafft es ohne Sünde, die ganzen Gesetze zu halten? Schafft kein Mensch. Aber Gott schafft das. Dessen wurde der Mensch, hat alles eingehalten, was in der Schrift steht. Alte Testament 613 G um Verbote, der Tanach der Juden. Und war makellos, bis zum geht's nicht mehr, rein. Aber Und du hat sich kennst, ich weiß, geopfert, weil er die Epoche gewählt hat. Er hat von die Zeit, Epoche Prostituierten, der du siehst römischen immer Zeit Schlange. gewählt, weil er wusste, durch seine guten Werken wird er ja geopfert. Und deswegen hat er das gewählt. Wurde geopfert, hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, wie es prophezeit worden ist. Jesaja 53, denn die Juden haben es durchgängig prophezeit, seit der Tora an, 5. Mose Kapitel 18. Da sehen wir es. Es wurde prophezeit, es wurde erfüllt, es wurde vollbracht. Deswegen sagt man, wir sind wiedergeborene Christen. Denn wie lange bist du in den alten Bund gebunden, die Beschneidung, bis der Tod euch scheidet, ja, bis der Tod euch trennt. Aber Jesus war doch Sehen, auch beschnitten, wir sind apropos Beschneidung. gestorben. Wir Menschen sind gestorben, die Christen. Wie? Aber du Wer antwortest mir an nicht. Du Jesus redest. Christus glaubt, er ist mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Dessen sagt man, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht, wir sind wiedergeborene Christen. Und so sehen wir einstimmig. Deswegen kam Gott zu dieser Welt und hat sich erniedrigt, damit er das Gesetz erfüllt, damit wir profitieren durch die Gnade. Und jetzt haben wir ein neues Gesetz, das Christi-Gesetz, Galater 6 bis 2. Da sehen wir es. Ein neues Gesetz. Nein, wir sind jetzt unter das Christi-Gesetz. Da habe ich mich kurz vertan. Das Christi-Gesetz sind wir, unter der Gnade. Er hat die moralischen Gesetze alle sogar mitgenommen, beziehungsweise fast alle sogar mitgenommen, hat Neuen Testament das praktiziert hier, bekommen wir die ganzen Gebote, plus wir haben sogar noch mehr Gebote als das Alte Testament. Noch mehr. Wenn du nur das Neue Testament lesen würdest, würdest du das sehen. Nur der Unterschied ist, wir kriegen nicht mehr die Todesstrafe, wie damals es auch war. Okay, aber jetzt ganz kurz, weil die eine vorhin hat ja gesagt, Altes Testament und Muslime machen das fertig. Das stimmt gar nicht, weil die Bücher oder die Schriften waren früher so, die waren ein bisschen härter, die waren halt, es war eine andere Zeit, okay? Und dann kommt auf einmal das Neue Schreibt von Testament der von euch, Bund. dann kommt dann no das Neue Testament und da heißt es plötzlich, ja, du musst jeden lieben und den Feind musst du Das lieben sehen wir und doch sogar in der Tora, dass wir die Nächstenliebe vollbringen sollen. Nur es gab dann das Gesetz mit Auge um Auge, Zahn um Zahn und dies war verbunden mit ein Gericht. Wenn ein Gericht passiert, sollte Auge um Auge, Zahn um Zahn sein. Das heißt auch die Todesstrafe. Israel musste reingehalten werden. Aufgrund dessen kamen die Gesetze mit der Todesstrafe, weil bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Bisschen Gift vergiftet den ganzen See. Deswegen musste Israel also rein sein, hat Gott weil beim aus ersten Buch Israel einen Fehler ließ gemacht. das Heil kommen. Und das Heil ist der Herr Jesus Christus. Er musste die Blutlinie, den Geschlechtsregister durch Matthäus Evangelium sehen wir das, dass er aus Stamm Dav dass er aus König David ja kommt und Abraham und so weiter. Das musste reinbleiben. Erst du, eine rote Schnur, die einstimmig ist. Es durfte nicht Okay, verändert sein. aber Deswegen ganz kurz, nur kamen schnell, diese bitte. Gesetze, damit Nur nichts schnell. vermischt wird, denn Israel muss rein sein. Und das war Ja, wichtig. okay, alles gut. Aber dann hat Gott ja mit dem Alten Testament einen Fehler gemacht. Wo hat er den Fehler gemacht? Ja, weil er hat ja dann ein Update gemacht mit dem Neuen Testament, was ja Nein, dann würdest du dir sogar selbst widersprechen. Laut Koran, Sure 3, steht geschrieben, dass die Tora, die Psalmen und das Injil Allahs Wort sind. Das im heißt, originalen Zustand, Allah korrekt. hat sich dreimal plus viermal geupdatet, wenn du nach Im diesem Prinzip originalen gehst. Zustand, im Was ist originalen denn Zustand. Injil? Was heißt Injil auf Deutsch? Auf Deutsch keine Ahnung, ich weiß, welches Buch das ist. Evangelium.
Ja, Was okay. nennt die Bibel? Neues Testament? Evangelium. Botschaft. Da sehen wir es. Ihr akzeptiert sogar Jesus Christus, nur seht ihn als anders. Hat er nur ein bisschen verändert. Natürlich Jetzt akzeptieren wir sage ich Jesus. euch, ihr seid Jesus ist es. im Koran Wer sogar kommt denn mehrmals hier erwähnt als Mohammed. als iPhone höchstpersönlich? Ich Den weiß, Argument hast du kannst du die, nicht bringen. Dieses hast. Argument kannst du nicht bringen. Sure 3 wird dann dein Verhängnis. Wieso meinst du was? Wer hat euch prophezeit? Die Alte Testament hat uns prophezeit, ohne Probleme. Also kein Update. Wer hat euch prophezeit? Gib mir einen archäologischen Befund, eine Quelle. Was älter als der Koran, älter als die Hadithe sind, wer euch prophezeit. Die Bibel kannst du nicht als Argument nehmen, genauso nicht die Tanach der Juden, weil die Bibel ist die Tanach, kannst du nicht nehmen, weil die prophezeien euch nicht. Mein Lieber, sogar Prophet Antworte. Mohammed wird prophezeit. Ja, wo denn? Wo wird Ja. Mohammed prophezeit? Archäologischen Befund, Bibel, Tora kannst du nicht ankommen. Wieso nicht? Weil die euch nicht prophezeien. Jetzt gib mir einen anderen archäologischen Befund. Ich brauche dir keinen archäologischen Befund, es steht in deiner Schrift drin, Also, mein nein, Lieber. nein, nein, mein Bester. Es steht nicht in der Bibel. Da musst du erst so, da musst du so sagen. Dann sag bitte an den Zuschauern, es gibt keinen archäologischen Befund, es gibt gar nichts, aber in der Bibel gibt es was. Da musst du so reden. Und dann schauen wir nach und prüfen wir. Aber Dann sag es den Zuschauern. Sei ehrlich mit dir du weißt es selbst. doch Entweder du selber. willst, nein, entweder du gibst mir eine Quelle oder du bist Ja, du ruhig. kennst doch deine Schrift in- und auswendig. Du Ich kenne solltest meine das Schrift. Nicht alles, wissen. aber der Herr hilft mir. Ja, aber ist doch Los. super. Du beschäftigst dich Jetzt damit. bitte Du kennst dich antworte mir. aus. Gib mir eine Quelle, wer euch prophezeit. Die Der Quelle ist Mohammed, deine Schrift, mindestens mein Lieber. Mohammed prophezeit Deine hat. Schrift ist die Quelle. Pavlos, er hat schon Also, recht. warte, Sugar, warte kurz. Also bezeugst du, Nee, dass es nee, keinen lass ihn doch. archäologischen Lass ihn Befund, doch keine ganz Quelle kurz gibt, abbringen. der euch, also bezeugst du, dass es keine Quelle gibt, dass den Islam oder Mohammed prophezeit und du musst unbedingt aus der Bibel packen. Richtig? Das weiß ich nicht. Das kann ich so nicht sagen, Richtig, ja weil oder ich nein? bin kein Archäologe, mein Freund. Dann gebe ich dir ein Beispiel. Kennst du Isan Bayam? Ja, sag mir was. Dieses gibt Smiling is Sunnah. Ja. Ich habe ein Video gemacht, ich habe es gepostet, er hat zugegeben, er war noch ehrlich. Aber nach einer halben Stunde war er ehrlich. Ich muss Aber richtig kämpfen mit das denen. Problem ist, Nach halbe, hör mir zu, ich kenne keine, ja, ich kenne keine, aber das warte. heißt ja nicht, dass Warte es keine doch. gibt. Hallo, warte. Isan Bayam hat dann zugegeben und ich habe das gepostet, jeder kann sich das anschauen. Hat dann gesagt, ja, niemand prophezeit den Koran oder die hat nichts, es gibt gar nichts. Er hat gesagt, Aber brauchen scheiß wir doch auch auf nicht. Isa Bayam, wer ist er? Wer ist der? Er ist Ein ein gefühlter TikToker. TikTok-Imam, kann man schon Ah sagen. ja, Aber er das ist ist ja ein kein Imam. TikToker. Ich muss dann auch Morgenmutter Viele werden, das halten ist ja von das dem. kleinste Problem. Und du bist doch nicht größer als Isan Bayam, weil du hast ja Logisch noch weniger nicht, aber Wissen er als ist auch Isan nicht Bayam. größer als ich. Du hast ja noch weniger Dann Wissen als er. Oder hast du mehr Wissen? nein, er hat Ja, mehr Wissen, auf jeden Fall, aber dann das muss ich heißt nicht, schon dass quasi den er. unterordnen, weil er schon mehr Wissen hat als du. Das heißt nicht, dass er Aber ein besserer wir reden Mensch ja ist von als ich, aber Fakten, mein mehr Lieber. Ich Wissen als brauche dir du. nur nicht mal zitieren. Wir reden ja von Fakten. Die Fakten sind, es gibt keinen archäologischen Befund. Du kannst das prüfen, nachgoogeln, Internet suchen, wie du willst. Es gibt nichts. Du musst aus der Bibel greifen. Und die Bibel prophezeit euch nicht. Jetzt gib mir eine Bibelstelle, wo euch prophezeit wird. Bitteschön. Ich kann es dir gerne nachher im Chat schreiben, privat, weil ich weiß es nicht auswendig. Ich habe es Okay. aufgeschrieben irgendwo. Ich kann dir aber schon versprechen, es gibt nichts. Muslime Pavlos, haben wenn es ich versucht und kurz sind was fragen. gescheitert, weil die Bibel Darf sie einfach auch nicht. kurz reden? Ja, bitte. Ja, es wird schon prophezeit, es steht, dass falsche Propheten kommen werden. Genau. Oder wie es in Galater 1, Vers 8 steht. Selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Kurze Frage. Wie hat Mohammed sein Evangelium bekommen, seine Botschaft? Wie meinst du? Wie hat Mohammed seine Botschaft bekommen? In eine Ich, Höhle. Von ja. wem? Nochmal? In eine Höhle hat Mohammed doch eine Botschaft bekommen. Von wem? Korrekt. Von Jibrail. Ist das ein Engel? Das ist ein Engel, ja. Ist ein Engel. Galater 1, Vers 8 steht geschrieben, selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium, also Botschaft, verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist Gott. Der Koran sagt ganz klar, Jesus ist nicht Gott. Also habt ihr eine andere Botschaft, ein anderes Evangelium. Dann sehen wir ganz klar, Bibel ist älter als der Koran, Fakt. Ganz klar, die Tora ist Bibel auch warnt älter als die uns vor Bibel. dem Koran, Fakt. Ganz klar sehen wir, ich muss auf die Bibel hören und Ja, nicht auf den Koran hören. du kannst nicht mit dem kommen, das ist älter, das ist nicht älter, weil das älteste Buch. Die Tora, und das ist doch die Bibel. Ja, aber es gab ja Es noch ist doch die vor, Bibel. es gab noch Altes vor Testament ist der Botschaften. Tanach der Kennst du die Juden. Die Botschaften? sagen doch, das Heil kommt von den Juden. Botschaft, Die kennst du sagen nicht, die? die Juden sind verfälscht, wie ihr es immer sagt. Nein, die Juden haben alles richtig. Die haben uns prophezeit.
die es nicht angenommen haben, haben den Messias verpasst, weil die Aber warten auf den Messias. wer Und sagt denn, was dass die sagt Juden die, irgendwie was sagt selbst der verfälschen? Koran? Isa ist ein Prophet und ein Messias, das ist Arabisch und das heißt Messias. Weißt du, was Messias heißt? Ich Auf keine Ahnung, ich Deutsch? glaube Erlöser oder irgendwie Was heißt so. das auf Deutsch? Gesalbter. Ja. Weißt du, was eigentlich in deinem Koran steht? Isa ist Christus. Was heißt Christus? Das ist Griechisch. Christos. Was heißt das auf Deutsch? Gesalbter. Messias und Christos ist das ein und dasselbe Wort, nur in zwei verschiedenen Sprachen. Auf Deutsch Gesalbter. Also nennt ihr ihn selber sogar den Christus. Zeig mir das, wo steht denn das drin? Was heißt ein Messias? Google doch jetzt nach. Messias heißt Gesalbter. Jetzt google nach. Was heißt Christus auf Deutsch? Gesalbter. Und wir sind Christen, die kleinen Gesalbten. Siehst du? Du merkst selber, eine Frage nach den anderen. Einstimmige und plausible Nein, Mann, du hast Antworten. das alles Einstimmig und auswendig plausibel. gelernt. Du Das ist kannst nicht dein dagegen Ding. reden. Bist doch. Also sehen wir, die Bibel ist wahrhaftig. Jetzt will ich dir Fragen Junge, stellen. ganz Jetzt will kurz, ich dir ganz Fragen kurz. stellen. Nur Darf ich kurz. dir Ja, Fragen kannst stellen? gerne Fragen stellen. Ich bin seit 15 Minuten drin. Du hast 13 Minuten geredet, Du ununterbrochen. hast Okay? nur Fragen Also gestellt, du ich bist. antworte dir drauf. Jetzt will ich Okay, die Fragen stellen und dann lass aber ich jetzt dich reden. warte mal, hol mal kurz Luft. Ich bin Psychologe, okay? Ich erkenne bei dir, du bist in der Erklärungsschuld. Du willst unbedingt irgendwem was beweisen. Das, Ja. was du bist, nicht falsch verstehen. Wirklich, ich respektiere dich, ich mag dich auch. Vielleicht hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber meine Meinung. Das, was du bist, das hat nichts mit dem Christentum zu tun, weil Ach so, und du woher bist, weißt du das? jetzt lass mich Hast du doch die kurz Bibel je ausreden. gelesen? Lass mich doch, Hat der Psychologe, nicht hat der alles, aber ein sogenannte Teil. Psychologe, der sich eine Autorität gibt, um schlauer zu wirken gegenüber die Menschen und eine gewisse Gar Sache nicht, im Raum hat spielen gar wird? nichts mit dem Warte, zu warte mit tun. deinem Strom, mein Argument. Warte, wenn wir in diese Position ich reden, hab nur dich, dann lass mich kurz ich eine rede Sache von dir. klarstellen. Denn Ich rede von Lügen dir. Du bist in der brauchen wir Sekte. nicht. Du bist in der Sekte. Jetzt musst Du du mir bist in der sagen. Sekte. Nein, Du nein, glaubst nein, mein nicht mal Bester. an deine Jetzt musst du Kirche. mir Du hast sagen. nicht Hör mal mir ein jetzt mal Gotteshaus, genau mein zu. Jetzt Bester. musst du mir. Nein, 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 nein. Jetzt musst du mir beweisen und sagen, wo habe ich gelogen in der Heiligen Schrift? Wo bin ich kein Christ laut der Heiligen Schrift, die Bibel? Ich habe nicht gesagt, dass du gelogen hast. Halt. Wo habe ich gesagt, dass du Dann gelogen kannst hast? du auch nicht sagen, ja, du bist kein Christ. Du bist mein Onkel kein Christ. Das hast du ja so gesagt. Es Dann kannst du das ist eine draufstellen. Du hast Sekte nichts vom mit den Christen zu Christentum, tun. was du bist. Nein, Das mein ist Lieber, eine du hast ja Sekte vom selber einen Knockout Christentum. gegeben. Selbst ein Psychologe, der es nicht mal schafft, mit einem kleinen Jungen zu reden. Wie alt bist du denn? 25. Okay, ja, ich bin ein paar Jahre älter als du, nicht viel älter. Aber ich Von bin dem trotzdem ein kleiner Junge. Und der kleine Junge hat es dort nur mit der Schrift Ich nicht als geantwortet. kleinen Der Jungen, vielleicht Psychologe, der studiert hat, kann mir nicht argumentieren und muss sogar anfangen zu lügen. Steht nicht. Du hast die Bibel nie gelesen und du willst mir sagen, ich habe mit den Christen nichts zu tun? Woher diese Aussage? Ich Woher habe deine Quelle? Bitteschön, Quelle. die Bibel nicht komplett gelesen, aber ich habe Teile von der Dann Bibel kannst du diese gelesen. Aussage nicht treffen. Wieso denn nicht? Hast du den Koran gelesen? Ich habe den Koran gelesen. Ja, Ja, okay. ich studiere sogar noch den Koran Ah, und bringe okay, dir eine krass. Quelle nach den anderen. Jetzt will ich Ah, dir Fragen okay. stellen. Bruder, ich sag dir eins, wenn du den Koran Ich gelesen werde jetzt hättest oder Fragen stellen. gelesen Darf hast, ich die Fragen stellen? ja, komm, schieß los. Was sagst du zur Kinderehe? Das gleiche wie im Alten Testament steht. Nein, Alte Testament gibt es keine Kinderehe. Jetzt antworten. Was sagst du zu Wie Kinder? Antworten. Was sagst du zu Kinderehe in Islam? Und wenn du meinst, das gibt es in der Bibel, prüfen wir es gleich nach. Erst Antworten über Islam, bitteschön. Okay, kein Problem. Meiner Meinung nach finde ich das nicht korrekt, aber es war eine andere Zeit, schwer zu vergleichen, sag ich mal. Okay. Mohammed ist ein Vorbild, richtig? Ja. Der ist der beste Mensch der Welt, richtig? Kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Bist du für Muslim? Normal Ich musst du bin sagen, der schon ist der beste Muslim, Mensch aber er der ist der Welt. beste Mensch der Welt. Keine Ahnung, Also, ob er jetzt sind das. wir wieder einstimmig, der beste Mensch der Welt. Okay. So, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Es ist doch Sunna, das zu tun, was Mohammed getan hat, richtig? Genau, aber keine Pflicht. Warte nochmal, ich habe dich nicht gehört. Wegen Es den ist Geräuschen. Sunna, aber keine Pflicht. Keine Pflicht, okay, aber er ist doch dein Vorbild. Und man will doch nach seinem Vorbild leben, richtig? Ja, Cristiano Ronaldo ist auch mein Vorbild, aber ich, ja. Hör Weißt du, auf, was ich meine? solche Götzendienst zu machen. Nee, ich meine ja Ein nur. Imam hätte schon den Islam ausgesprochen. Der hat schon gesagt, du bist kein Muslim. Hör auf Ob damit. ich jetzt Mohammed als Vorbild Nein, nehme nein, nein, oder da musst du Cristiano schon Ronaldo, Mohammed sind von mir als beides Vorbild nehmen. Menschen. Nicht an Es Cristiano sind Ronaldo. beides Du kannst nicht Menschen. Cristiano Ronaldo mit Mohammed Mohammed ist für mich vergleichen. kein Du Gott. Er ist beleidigst kein gerade Gott. Er ist Mohammed ein damit. Gesandter Gottes. Du Verstehst nimmst du? jetzt an Cristiano Ronaldo, vergleichst es mit Mohammed, weil bist du kein Muslim.
Meine Fresse. Du machst es richtig gut. Du nimmst es aus dem Kontext heraus. Ich mache Ah, dir nur einen okay. Vergleich, okay? Das ist nur ein Okay. Geh Vergleich. mir wieder zu den Text. Geh mir wieder zu den Text, mein lieber Psychologe. Wir gehen wieder rein und sehen, Mohammed, der beste Prophet der Welt, ja, der beste Mensch dieser Welt und der letzte Prophet dieser Welt, hat Kinderehe vollzogen, hat es mit Aisha vollzogen, seine letzte Ehefrau, 6 Jahre alt, hat die Ehe vollzogen, das heißt Geschlechtsverkehr gehabt, mit 9 Jahre alt. Sie hatte nicht die Menstruation gehabt, das heißt keine Pubertät, sie war ein biologisches Kind und geistig ein Kind. Ich kann alle Quellen gleich nennen, keine Probleme. Wir sehen, der hat es ausgelebt, aber er hat noch was gelogen, der gute Psychologe. Damals, andere Zeit. Ich gebe dir gleich dein damals mit deinem Strohmann-Argument und ich gebe dir jetzt noch was. Dein Koran selber sagt in Sure 65, Vers 4, dass es bis heute sogar gültig ist und es nicht weg ist. Denn wir sehen in Sure 65, Al-Talaq, die Scheidung, dass die Männer 3 Monate Wartefrist haben, bevor die sich scheiden lassen. Und da waren drei Kategorien Frauen gemeint. Und da sehen wir Kategorie 1, Ü50, die keine Menstruation mehr bekommen können. Kategorie 2, Kinder, die keine Menstruation haben. Kategorie 3, schwangere Frauen, die aufgrund der Schwangerschaft nicht menstruieren können. Diese drei Punkte haben wir, ja, Kategorien. Und wir sehen durch den Tafsir eine Erklärung des Korans. Das heißt, ich brauche nicht mal deine Erklärung oder von einem Imam, denn der Tafsir, da braucht der Imam die Erklärung, ja, der Tafsir. Und da steht ganz klar drinne, Sure 65 Vers 4, Ibn Abbas, Ibn Kathir, Al-Jalalayn, Al-Qurtubi und so weiter, sehen wir, Kinder sind gemeint. Es steht sogar wortwörtlich so geschrieben, o Anführer, was sollen wir mit Jungen tun, die keine Menstruation haben aufgrund ihres jungen Alters? Dann sehen wir ganz klar, Kinderehe bis heute gültig. Beispiel, vor kurzem, vor ein paar Tagen war ein Bericht in Jemen, da wo Saudi-Arabien ist, da unten ist Jemen, 8-Jährige verheiratet mit einem 40-Jährigen, gestorben durch innere Blutungen, weil die Geschlechtsverkehr vollzogen haben, weil der Mohammed gleich sein wollte. Die Legitimation sehen wir in Sure 65, Vers 4 und Mohammed Sahih al-Bukhari 6130, Sunan an der Zeit 3378. Und da sehen wir die ganzen Sachen, die ganzen Quellen. Antworte jetzt du mir und sag mir bitte, bist du etwa besser als dein Prophet Mohammed? Warum ist der Psychologe raus? Ich bin doch nur ein einfacher Junge, der einfach nur Handwerk gelernt hat. Hab nur was gesucht, ey, aber hat Dann Mikro antworte ausgeschaltet. mir, bist du größer als Mohammed? Natürlich nicht, nein. Natürlich nicht. Also dann, wer bist du, dass du sagst, ich will keine Kinder hier haben, denn es ist Sunna, dass du tun, was Mohammed gemacht hat. Und Es ist zweitens, Sunna, die aber keine Pflicht, Legitimation wie hast gesagt. du plus dein Strohmann-Argument mit damals, mein Bester, reden wir gerade von 1400 Jahren mit deinem damals. Ich gehe jetzt noch weiter zurück, 2000 Jahre, noch weiter damals. Was hat Wo Jesus man auch gesagt, wenn du es Kinderehe davor gemacht hat, 18, genau. wehe dem, den ihr nur ein Kind, ein Anstoß zur Sünde seid. Für ihn ist es besser gewesen, einen Münchner am Hals zu bekommen und in die Tiefe der Meere geschmissen zu werden. Das sind zwei Interpretationen. Einmal Kinder, wir sind gemeint, weil wir Kinder Gottes sind. Zweitens sowieso nochmal Kinder, weil die sind auch da. Gemeint glückselig sind die geistlich Armen, die nicht mal entscheiden können, was richtig und falsch ist. Kinder. Also sehen wir ganz klar, Kinder sollen geschützt sein. Die Bibel sagt, biologische Reife, geistliche Reife. Entschuldigung, geistliche Reife und biologische Reife. Ja? Müssen wir haben und Wiedergeburt. Dann kann man die Heirat vollziehen. Dein Koran sagt was anderes. Ich habe jetzt von ganz damals gezogen. Dein Strohmann-Argument widerlegt. Deine andere Lügen widerlegt. Jetzt sag du mir, wie kannst du größer als dein Prophet Mohammed sein, wenn du selber sagst, ich bin es nicht. Aber du praktizierst es besser als Mohammed es jemals getan hat. Und da sage ich sogar richtig. Wer hat das gesagt, dass Kinder ich ist es besser verboten. Nein, praktiziere? nein, du machst Das ja ist keine deine Kinderehe. Meinung. Also du machst ja keine Kinderehe. Also bist du besser als dein Prophet. heißt ja nicht, dass ich besser bin. Es gibt so viele Natürlich, Sachen, natürlich. die Was würdest du Bullshit. sagen, wenn einer eine Kinderehe Bullshit. vollzieht? Aber wer bist Pädophil du, oder dass du etwa nicht? entscheidest, wer Will deine besser ist und Psychologie wer nicht nicht? sagen Bist du müssen, das Gott? ist Pädophilie? Aber bist du Gott? Ich bin Gott? Was Ja, erzählst du für anscheinend schon, Quatsch? weil Nicht du ablenken. kannst anscheinend Psychologie ist nicht entscheiden, wer ist besser ablenken. und wer ist schlechter. Argumentieren. Ich habe dir was gesagt. Jetzt bitte antworten darauf. Ich habe dir die Antwort vorhin schon gesagt, aber die Welche Kinderehe, du Antwort war kannst das doch denn? nicht sagen, Wiederhole es. Kinderehe gibt's bei euch nicht. Schau mal in den christlichen Ländern, was man da macht. Was ist, Erstens, was oh die Mann. Menschen vollziehen, vollziehen die Menschen. Zweitens, die Bibel sagt, sowas dürfen wir nicht. Drittens,
immer mit der Bibel ankommt. Viertens, ich komme mit deinem Koran und komme nicht mit irgendwelchen Ländern. Nein, nein, schau, ganz kurz. Nein, du musst mit deinem Koran ankommen. Wie ist dein Name? Der Koran sagt es. Du jetzt musst halt auch mit der Bibel argumentieren, wenn du was vorwerfen willst. Ich komme mit echten Quellen. Ihr könnt mir rein gar nichts. Ihr könnt mir nur nicht mal mit der Polizei was. Weil ich kenne eure Quellen. Hör doch schnell zu. Ganz kurz. Antworte. Hör doch ganz kurz zu. Wann kommst du nächstes Mal wieder online? Dann kann ich mich ein bisschen vorbereiten mit den Sachen, weil wenn ich aus dem Stream gehe... Nein, mein Bester, du hast doch einen gesunden Menschenverstand. Du kannst doch antworten, oder nicht? Aber ich kenne doch die Sachen nicht auswendig. Ja, befürwortest du Pädophilie? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber warum dein Islam? Aber es... Das ist die Legitimation. Du lebst es nicht aus, aber es ist trotzdem erlaubt. Und ich kann dir die Scharia-Staaten sogar nennen. Jemen. Da, wo Saudi-Arabien ist. Jemen. Ja? Weiß, was Jemen ist. Ich weiß, was hier ist. Land. Da ist die Kinder, da darf man Kinderehe vollziehen. Iran darf man Kinderehe vollziehen. Ja, Afghanistan darf man Kinderehe vollziehen. Islamische Freund, Länder, die nach der Scharia leben. Das sind Christen und das sind Menschen. Hier ist es genau dasselbe. Christen Islam, machen sowas nicht. Erzähl kein Quatsch, du musst mit der Bibel argumentieren. Islam und Muslime, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir Menschen, wir sind voller Fehler. Ja, natürlich. Der Mensch ist voller Fehler. Amen, du hast recht geantwortet. Aber dein Islam sagt doch, dass diese Fehler okay sind. Ja, wo, Sure 65 Vers 4. Lüge ich oder lüge ich nicht? Für was gibt's denn die Hölle? Das gibt's doch gar nicht. Weißt du was? Ich beweise es dir. Ich zeige dir jetzt Sure 65 Vers 4 und dann zeige ich dir die Erklärung eines Tafsirs. Und dieser Tafsir kannst du nicht widersprechen. Ibn Kathir, Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed, nochmal nebenbei gesagt, auch noch was ganz Heftiges. Sure 65 Vers 4, da steht hier, ja, wenn man die Kommentare ein bisschen wegmacht, sieht man es. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und das sind die 50. Und ebenso diejenigen, die noch keine Monatsblutung haben, das sind Kinder. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht und so weiter. Al-Talaq, die Scheidung. Das heißt, da geht es um die Menschen, die verheiratet sind und dann sich dann bald scheiden. Und da haben wir 3 Kategorien Frauen. Jetzt zeige ich dir eine Erklärung des Tafsirs. Das ist nicht meine Erklärung. Ist nicht meine. Erstmal Ibn Abbas. Auf Arabisch, für die Leute, die Arabisch können, Tafsir Ibn Abbas. Und für diejenigen, euren Frauen, die an der Menstruation verzweifeln, wegen des Alters, wenn ihr Zweifel habt, an ihre Wartezeit soll 3 Monate betragen. Woraufhin ein anderer Mann fragte, O Gesandter Allahs, also mit Mohammed gesprochen hat, wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation haben, weil die so jung sind? Und diejenigen, die es nicht haben, aufgrund ihres jungen Alters, beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und dann wieder ein anderer Mann fragte wegen der Schwangeren. Da haben wir es gesehen. Und jetzt gebe ich dir Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir erklärt es genauso. Aber warte, das war ein anderer Sucher. Warte bitte. Dann müssen wir den auch schlagen. Da ist er. Dann steht es genau hier drinne. Das gleiche gilt auch für die Jungen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Ihre Ida dauert 3 Monate. Also, ich komme mit islamischen Quellen, Fakten, mit dem Koran und den Hadithen. Und jetzt zeige ich dir den Hadith, den Mohammed so ausgelebt hat. Das ist einmal hier. Sahih al-Bukhari 6130. Das Spiel mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten, aber es wurde Aisha zu jener Zeit gestattet, da sie noch ein kleines Mädchen war und noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hatte. Sunan an-Nasai 337 macht alles Sahih. Der Gesandte, also Aisha berichtete, der Gesandte Allahs heiratete mich, als ich 6 war und vorzog die Ehe mit mir, als ich 9 war und ich pflegte mit Puppen zu spielen. Wir sehen ganz klar, Puppenspielen, keine Menstruation, 9 Jahre alt, Geschlechtsverkehr mit Mohammed, Sure 65 Vers 4, heute gültig, das könnt ihr ausleben. Du verwirfst sowas, das ist richtig. Ich finde das gut, dass du es sogar verwirfst. Es wäre sogar krank, wenn du es sogar befürwortest. Aber wenn du dagegen bist, bist du nicht gegen mich. Du bist gegen deinen Gott, gegen Allah bist du, nicht gegen mich. Du bist gegen deinen eigenen Islam. Deswegen sage ich dir, kehr um, bevor es zu spät ist. Es gibt eine Wahrheit, das ist Jesus Christus. Ich habe dir jede Frage, warte, ich habe dir jede Frage beantwortet, wirklich. Jede Frage, die du hattest. Nur mit der Heiligen Schrift, die Bibel, konntest belegen, ohne Probleme, ohne Widerspruch. Na, das stimmt gar nicht. Sag mir einen Teil in irgendeiner Bibel, Alte Testament, Neue Testament, wo Jesus selber von sich behauptet, dass er Gott ist. Jesaja 44, Vers 6. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott.
Offenbarung 1, 17, 18. Ich bin der Erste und der Letzte. Und ich war tot, siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du hast es gesehen. Wer war tot und ist auferstanden? Jesus. Jesus hat in Offenbarung geantwortet. Neue Testament, Alte Testament, Jesaja 44, Vers 6. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich bin der Erste und der Letzte. Okay. Kann Gott sterben? Gottwesen kann nicht sterben, Menschensohn kann sterben. Menschensohn, haben wir gesehen, wurde erfunden. Philipper 2, 6 bis 8, Gott wurde Mensch, Menschensohn ist gestorben für uns. Gottwesen hat doch Menschensohn verlassen. Deswegen hat der Menschensohn gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22 prophezeit und erfüllt und zitiert. Weil Gottwesen also verlässt Gott Menschensohn, gestorben. Damit die Menschenhülle sterben. Viel zu kompliziert, viel zu kompliziert. Gott ist gestorben. Was ist daran kompliziert? Wusstest du nicht, dass dein Allah sogar Mensch, wusstest du nicht, dass sogar dein Allah Mensch wurde? Wusstest du das gar nicht? Kennst du Allah Schienbein? Zeig ich dir. Allah ist Mensch. 68, Vers 42. Allah Schenkel wird repräsentiert. Und jetzt gebe ich ein Hadith dazu. Und die Tafsir kannst du auch nochmal durchlesen. Erklärst schau, jedes Mal, wenn du zum Christentum kommst, du widersprichst sogar deinen eigenen Koran. Islam. Nein, du widersprichst sogar deinen eigenen Koran. Guck dir das jetzt an. Warte, ich suche das gerade. Dann zeige ich dir jetzt Allah Schienbein. Bitteschön. Sahih al-Bukhari 7439. Was sehen wir? Und niemand wird zu ihm sprechen, außer der Propheten. Und dann wird zu ihm gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. Und so wird Allah dann sein Schienbein entblößen, woraufhin sich jeder Gläubige vor ihn niederwerfen wird. Sura 68, Vers 42, Koranstelle, Hadith Sahih al-Bukhari 7439. Ey, das sind starke Quellen. Du weißt, was Sahih al-Bukhari ist. Der kann sich gar nicht verwerfen. Also wir sehen, sein Schienbein wird repräsentiert und wurde anscheinend Mensch. Die Frage ist jetzt, ist er in Schienbein, außerhalb Schienbein? Das wissen wir nicht. Aber jetzt kann ich dir was sagen. Du siehst, ich kann plausibel damit argumentieren, mit der Heiligen Schrift, die Bibel, ohne Widerlegung, ohne Widerspruch. Aber ja, du aber siehst, der Koran hat selber solche Sachen und widerspricht sich. Das Ding ist doch, sobald ich anfange rede, wirst du lauter. Was hindert dich? Jetzt musst du mir sagen, was hindert dich, an den Herrn Jesus Christus zu glauben? Ich glaube doch an Jesus. Nein, dass er Gott ist und dein Retter ist. Was hindert dich? Er ist nicht Gott, ganz einfach. Retter. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Moment. Also du willst mir jetzt sagen, deine ganzen islamischen Quellen, die du alle hast, die du gerade gesehen hast, hast jetzt deinen psychologischen Verstand komplett ausgeschaltet und ausgeblendet. Ist ein Psychologe nicht genau? Ach du Scheiße. Nein. Doch, statt mich zu studieren, studier doch Mohammed. Ich hab Mohammed studiert, ich habe den Koran gelesen. Ja, weißt du, was ich dann sogar sage? Mohammed ist ein egozentrischer Mensch, ein narzisstischer Mensch. Durch die Psychologie kann man es genauso sagen. Wenn du ein Psychologe bist und Mohammeds Leben studierst, willst du mit Herz und Liebe sogar sagen, er ist egozentrisch und narzisstisch. Denn die Suchen, die er immer bekommen hat, hat er nur bekommen, wenn er in Verlegenheit war, beziehungsweise in Bedrängnis war, wie Sure 66, Vers 1, wo er sich mit einer Ehefrau gestritten hat und die Ehefrau sagte, ich will nicht, dass du mit deiner SEX-Sklavin Geschlechtsverkehr hast. Und Mohammed sagt, nein, was willst du von mir, was hast du mir zu verbieten? Und dann, weil es keine Sure gab, und die gesagt hat, nein, das darfst du nicht und so weiter, die haben sich voll gestritten, Allah hat sich auf einmal eingemischt und Allah bringt eine Sure herab, Mohammed darf es. Was ist das denn? Was ist das denn? Bist du fertig jetzt mit dem oder noch nicht? Ja, antworte mal darauf. Ja, aber nee, aber du antwortest ja auf gar nichts, was ich komme. Ich komme mit Christentum, du kommst hey, mit. Hey, warte, Mann. Nicht lügen. Antworte nicht, doch einfach auf die Frage, Lüge. Die ich angebe. Ich antworte auf jede Frage, die du mir stellst. Du antwortest mir nicht eine einzige Frage, die ich dir stelle. Also nicht lügen. Junge, ich komme mit Christentum, will Fragen wissen, du kommst mit Al-Bukhari, du kommst mit ja, ist doch dein Islam. Soll ich kommen? Soll ich mit Benjamin Blümchen kommen oder wie? Aber, soll ich mir Benjamin Blümchen ankommen, Benjamin Blümchen zitieren oder was? Was erzählst du da? Keine Ahnung, aber Dings, was wollte ich jetzt sagen, Mann? Jetzt habe ich es vergessen. Du redest zu viel, Mann. Ich will dir eins sagen. Denk nach. Kehr um, bevor es zu spät ist. Morgen könntest du schon tot sein. Gott bewahre, möge der Herr dir 99 Jahre weiterschenken. Aber du brauchst halt nur Eschhadu an la ilaha illallah zu sagen. Und du ja, was bringt dir la illallah? Was bringt dir das? Was bringt dir das? Dann stehst du vor Jesus Christus und er sagt, Jesus Christus, warum hast du mich nicht angenommen? Du hast mit Pavlos doch geredet. Einen. Dann habe ich dir den geschickt. Oder ich hatte dir mal den Gedanken gegeben. Du hast nie nach mir gesucht. Du hast nie geprüft. Und du willst dann mir sagen, la illallah und so weiter? Nein, mein Bester. Nein. Fang an zu suchen, fang an zu studieren, fang an zu prüfen. Nein, und nicht blind zu glauben. Komm aus der Sekte raus, erstmal geh irgendwo in die Ferien, ein, zwei Sekte. Wochen. Zweitens, das ist Verleugnung, was du getätigt hast. Drittens, welche Sekte habe ich denn? Ich gehöre niemandem, ich bin konfessionslos und gehöre nichts an.
Also, wenn du schon solche Behauptungen stellst, bitte mit Quellen, sonst ist das Verleugnung. Junge, aber das sagen doch Ja, mein selber. Bester, ich kenne mich damit aus, ich komme mit Fakten. Du kommst mit, eben was? Wie kann es sein? Ein Psychologe, der nicht mehr sprachgewandt ist, seine Linguistik auf einmal begrenzt ist, was ist passiert? Ein Psychologe ist doch hochintelligent. So, Studiert er nicht? Was hast du ja. rausgefunden durch deine Psychologie? Was hast du durch mich rausgefunden? Ah, ein junger Mann, der klare Fakten auf den Tisch legt. Es hat gar nichts mit dem zu tun. Der junge Mann hat einfach ein zu großes Mundwerk und hört nicht auf zu Alles reden. klar. Ich danke dir, dass du hier warst, dass du dein psychologisches Gehirn ausgeschaltet hast und nicht mal Mohammed-Psychologe studierst. Das empfehle ich dir. Gottes Segen. Tschüss. Aber jetzt gehst du, oder was? Ja, weil du ausgeschaltet hast, weil du nicht zuhören willst. Dann kann ich den nächsten reinholen. Sonst ist das eine Zeitverschwendung. Ich komme mit Fakten, mein Lieber. Du kommst mir gar nichts. So sind diese Dinge. Komm auch mit Fakten. Dann können wir gut reden. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber er betet viel. Ja, das war wirklich, war ein bisschen zu viel, viel. Na, er hat jetzt gemerkt, der Islam ist wirklich, oh, eine harte Katastrophe. Deswegen betet auch. Na, das ist sehr wichtig, die Nächstenliebe, damit er es erkennt. Ja. Pavlos, Ja, bitte. ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, aber er wusste nicht mal, als du ihn gefragt hast, wie ist eigentlich der Koran gekommen, er wusste nicht mal das. Ja, genau, er wusste nicht mal das. Also, jetzt stumm dich mal ganz kurz. Ich muss kurz mit reden. So, ja, er wusste nichts. Das ist traurig. Er hat sich nie mit seinem Islam beschäftigt. Nicht gut, dass er Psychologie studiert hat. Schön. Bravo. Und was bringt ihn das? Was bringt ihn jetzt die Psychologie in seine Ewigkeit? Nichts. Warum hat er nicht so viel Zeit investiert, statt in der Psychologie, in den Koran und die Bibel? Hätte er das gemacht, puh, dann hätten wir einen richtigen Gegner. Ein Gegner gegen die Muslime. Weil er alles aufdecken würde in Islam. Alles. Weil er selber merkt, oh, das kann ich gar nicht mit meinem Herzen vereinbaren. Das geht doch gar nicht. Er hat doch selber alles abgelehnt. Kinder-Ehe hat er abgelehnt. Da hat er alles, der hat alles abgelehnt, was ich je gesagt habe. Ja, was wird er noch ablehnen? Denn wir haben noch mehr in Islam. Steht sogar drin in Islam, Sure 434, dass sogar Frauen geschlagen werden dürfen. Einfach Sparring mit einer Frau. Was ist hier los? Wo steht im Wahnsinn. Islam, wo steht im Islam, dass Sure 4, Kinder-Ehe erlaubt ist? Sure 4, Vers 34 steht das drin. Hör Und mal, ich gebe dir gleich Bruder, ein wo steht Hadith im dazu. Koran, Antwort auf Sure 4, dass Ehe 34. erlaubt ist, Kinder-Ehe? Wo steht das? Erst kommst du mit Sparring. Dann Bei sage ich dir euch Sure in der 4, Bibel steht 34. Jetzt kommst du ein mit Jahr und ein Kinder-Ehe. Tag. Wo steht Mein im Bester, Koran, was dass sagst du Kinder-Ehe da? erlaubt Willst ist? du jetzt mit Sparring kommen oder willst du mit Kinder-Ehe kommen? Kinder-Ehe, Sure 25, Vers 4. Sparring, Sure 4, Vers 34. Was willst du haben? Wo ist Sparring er, oder wo Kinder-Ehe? steht im Koran, dass eine Kinder-Ehe erlaubt ist? Sure Wo steht das im 65, Vers Koran? 4. Hast du was an Nein, Lehren? nein, nein, nein. Wo steht im Koran, dass Kinder-Ehe Ich erlaubt danke ist? dir, dass du hier warst. Ich sage die ganze Zeit Sure 65, Vers 4. Frag doch nochmal die Frage. Bitte Da frag nochmal. steht nicht, dass das erlaubt ist. Verstehst du Steht mich? nicht? Lehnst du Ibn Abbas und Ibn Kathir ab? Lehnst du die beiden ab, ja oder nein? Ich sag dir im Koran, was für Lehnst du die Edikatier? ab, ja oder nein? Dann Ich zeig mir danke das von dir, dass du nicht Koran redest. und Ich sag mir danke dir, dass du Muslim. dich Zeig mir schämst von, und sag mir gehorcht Muslim, hast. nicht von Danke dir. Schiiten. Danke. Du Esel. Das sind Sunniten. Was sagst du? Daran merkt man doch, Ja, dass dann ich mal zeig mir von, bin. sag mir Muslim, von Bukhari. Zeig mir von Bukhari. Zeig von Was Bukhari, denn? 65,4, Die die Kinder-Ehe? Ja. Übersetzung. Sahih Bukhari Tafsir. 6130. Ja, dann Mohammed hat es nicht von ausgelegt. Ibn Kathir. Zeig mir von Was Bukhari. ist Ibn Kathir? Sahih Bukhari. Da habe ich auch gerade sogar genannt. Ja, Dein dann zeig Hadith mir von wolltest du. Bukhari. Ja, Zeig mir von Bukhari. 6130. Nee, Mein du hast Messer, eben hast du was von an Ibn den Kathir Ohren? Oder gezeigt. wie oft soll ich. Ich danke dir, dass du hier warst. Wie oft, ich brauche mich nicht tausendmal wiederholen. Ich danke dir. Daran merkt man, ein Mensch, der nicht mal Dings seine Ohren aufgemacht. Der sollte mal ein bisschen säubern. Schon erstaunlich. Schon wirklich erstaunlich. Ja, mein Lieben, Jesus ist die Wahrheit. Er hat's gesehen. Wer kann die Bibel widerlegen? Keiner. Die Wahrheit kann man doch nicht widerlegen, meine Lieben. Ich bitte euch. Die Wahrheit widerlegen geht nicht. Deswegen sage ich euch, fangt jetzt an, die Bibel zu lesen. Fangt an, Gott zu fragen, wer bist du? Ihr müsst von neuem geboren sein, damit ihr im Paradies geht. Ich bin ein Prediger und ich predige das Wort Gottes. Und ich sage euch, ihr werdet alle in die Hölle gehen. Nicht, weil ich es sage, weil Gott es sagt in Johannes 3, Vers 3. Wer nicht von neuem geboren ist, der wird das Reich Gottes nie sehen. Und ich sage euch, wer sucht, der findet, wer klopft, dem wird geöffnet. Fangt an zu lesen, fangt an, eure Faulheit wegzuschmeißen und zu lesen und zu prüfen. Wenn ihr faul seid und nicht prüfen wollt, aber so ein Mundwerk hat, dann seid ihr Heuchler. Wenn ihr faul seid, aber Mundwerk zu hat, ist okay.
Aber ihr verschwendet eure kostbare Seele. Ist diese kostbare Seele wert in die Hölle geschmissen, Sven? Nein. Es hat doch jemand bezahlt. Jesus Christus. Also nehmt ihn doch an, bevor es so spät ist. Hey, es haben es ganz sicher nicht die Wahrheit. Ihr habt es gesehen. Ein Muslim nach den anderen. Wie eine Fabrik. Ja? Ein nach den anderen, du. Da sehen wir es. Keine Argumentation, nichts. Selbst die Gebildeten mit der Psychologie. Da fehlt der Sprachgebrauch, darauf zu argumentieren. Meine Lieben, kehrt um. Der Islam ist ganz sicher nicht die Wahrheit, aber die Bibel ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Wer hat die Bibel geschrieben? Die Propheten und die Apostel. Wer hat den Koran geschrieben? Uthman ibn Affan, der kein Prophet, kein Apostel, nichts ist. Gottes Segen. Gottes Segen, hallo. Ich bin sehr froh, dass du mich angenommen hast. Und ich finde es sehr gut, was du machst, dass du Leute aufklärst. Und ich finde es auch sehr, sehr, sehr gut, dass du auch wie Moslems, aber auch wie Christen erzählst, wie es wirklich ist und dass man sich wirklich, genau wie du sagen tust, prüfen tut und auch wirklich die Bibel lesen tut und sie auch versteht. Jeder sollte sein Studium machen, um das auch zu verstehen, um verstehen zu können. Es gibt viele Moslems, die einfach gar nicht wissen, was los ist. Und es gibt aber auch viele Christen, die auch nicht wissen, was los ist. Das Genau. Einzige, was ich hier sagen wollte, ist, es ist sehr schön, was du machst. Ich finde es top, weil gerade jetzt in der Endzeit, wie wir jetzt momentan leben, wir sehen, was hier gerade los ist. Es ist viel Hass, viel, Danke den Herrn. Ihnen ja, es gebührt die ist Ehre. viel Hass, es gehen Ehen auseinander, es gibt viel Streit, Morde, Kinder sterben. Grundlos, was weiß ich auch, oder es gibt auch Gründe dafür, Ja, weil Menschen sie umbringen. warte ganz kurz. Ich habe eine Beschränkung bekommen, alles klar, so eine Meldung. Dann erzähl bitte zu Ende, weil ich muss den Livestream beenden Genau. und neu starten. Okay, meine einzigste, was ich sagen wollte, ist, ich finde es top. Und was ich dir sagen wollte, ist, um das die Leute mit Herzlichkeit beizubringen, damit sie wirklich nicht den Hass auf dich bekommen und auf diesen Christentum oder auf unser Glauben. Mach es in Liebe und es kommt in die Herzen von den Menschen. Verstehst du? Wenn du es lieblich rüberbringst, dann funktioniert das, glaube ich, besser, weil dann denken sie, oh, dieser Mann hat Liebe. Woher hat er das? Obwohl ich Moslem bin, empfindet er trotzdem für mich Nächstenliebe. Weißt du, was ich meine? Ja, die Du Nächstenliebe bringst, habe ich, ne? genau. An die ganzen Ja, die Muslime habe ich hast du, ja. aber du lässt dich. Ja, und Es ist einfach so, ich kenne das, wenn man mit Leuten, man will es halt unbedingt, wir wollen, dass die Leute gerettet werden. Ist doch normal. Wenn man Nächstenliebe zu anderen hat, dann hat man das, dass man möchte, dass ihr alle errettet werdet. Und ein Danke. Prediger erst recht. Wir sind Menschenfischer. Und Genau. wir wollen, wir haben eine Aufgabe. Wir Christen haben die Aufgabe, Menschen zu verkünden, dass es Jesus gibt. Es gibt Jesus, es gibt Gott und jeder kann umkehren. Und das ist Jeder kann nicht umkehren. schwer. Amen. So sieht es aus. Und darum sind wir da. Wir haben nur diese Aufgabe. Wir wollen Menschen zu niemanden fischen. runter machen. Wir wollen niemanden kaputt machen. Im Gegenteil, wir wollen, dass sie gerettet werden. Und das soll Genau. jeder verstehen. Und sonst Genau, und die nichts. Nächstenliebe ist sogar ja, die war ich ja so sagen, ne? Die Ja. Nächstenliebe ist dann Genau, nur manche, gegenzusetzen wenn man zu halt den mit denen, Menschen. es ist halt für manche schwierig, wenn sie 20, 30 Jahre in muslimischen Glauben leben, Sag schnell, dann, weil ich ja, meine, ich habe es tut mir leid, aber hier. vielleicht ein andermal. Ich wünsche Ja, euch gleich ein Gottes andermal. Segen, genau, Gottes Segen, weil vielleicht, ich habe hier ein Gespräch, ich muss den Livestream ja, wirklich beenden, bevor okay, der komplett alles weg ist. gut, hat mich Gottes gefreut. Segen. Gottes Segen dir. Okay, meine Lieben, folgt mir alle, damit ihr den nächsten Livestream seht. Ich glaube, ich werde doch kein neu starten. Ich denke mir, komm, das reicht erstmal. Ich habe das Wort ja jetzt erstmal gepredigt, aber ich muss ihn jetzt leider beenden, weil durch die Meldung, na, kann ich jetzt leider nicht weitermachen. Denkt nach, meine Lieben, fangt an, die Bibel zu lesen, fangt an zu prüfen, fangt an zu suchen. Wer sucht, der findet, wer klopft, dem wird geöffnet. Kommt alle her, die mühselig seid, ich will euch erquicken. Das sagt der Herr Jesus Christus. Und erquicken heißt Ruhe geben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Gottes Segen.